wollt ihr denn da durchfliegen? Ist doch nur ein Dampf. Wegen Husten und so. Vielleicht ist es dreckiger Dampf. Mhm. Gut. Ja, wir sind da. Aber hier können wir rüberfliegen. Kannst du einfach hier lang laufen. Da vorne jetzt. Aber ganz ehrlich? Leute zum Reden. Oh. Ja. Soll ich mit denen reden? Die sind kurz vor Kampfmodus. Weiß ich nicht. Nee, komm, Pilar kann, darf reden. Aber ich geh mal ein bisschen näher. Warte mal kurz, mir ist die Musik kämpfe ich schon. Ein kleines bisschen zu laut. Die kämpfe ich schon, ist schon irgendjemand da drinnen? Nee. Oh. Ich bin drinnen jetzt. Ja, ich auch. Okay. Alter. Ey, warum haben die mich ausgelassen? Die haben mich nicht gesehen, weil du klein bist. Welche sind denn böse? Die, die rot sind. Ah, okay. Alter, der hat 104 Leben. 80. So, 60. Fliege ich mal rein ins Geschehen. Wir sind. Gut, es gibt ja die roten, wa? Hier drüben sind 4 Pfeiler. Die kannst du dann, glaube ich, mal ganz ordentlich weg. Ja, ich kann noch nichts auswählen, Digi. Ey, ich weiß, ich bin ja dran. Ich hoffe, ich habe die richtige angegriffen. Gucken erstmal, was passiert. Ja, die mit dem roten Untergrund, David. Du. Mir fällt dir gerade auf, du bist ein Panther mit 2 Skorpionstacheln auf den Rücken. Hm. So in der Art? Ja, oder Tentakeln. Ja, Tentakel, Skorpion, Stachelmix. Tentakel. The Black One. Also genau genommen bin ich ein Täuschungsbiest. Eine Täuschungsbestie. Du bist ein Enttäuschungsbiest. Also, dass du eine Enttäuschung bist, stimme ich schon mal zu. Die betroffene Kreatur hat die unheimliche, pantherartige Gestalt einer Täuschungsbestie angenommen. Ui. So heißt es im Text. Oh, okay. So, ich habe 45 Schaden gemacht, das reicht ja wohl. Bin Anfang. Okay. Was hat er jetzt Helfhüffen? Okay. Ein Lumpus. Ein Wolfus mit der Helmus. Ja. Helmus Wolfus. Ein Wixroch hoch 80, ja. Ich kann mich mit Lumpus wegteleportieren. Oh ja, teleportiere ich mal ins Feuer. Ich bin denn danach dran. Naja, erstmal ist noch Flockenauge dran. Oh. Das alte Flockenauge da hinten. Okay, aber nicht aber der ist ja noch dran erstmal. Ja, der ist dran. Gegen Gift. Und er? Oh, gegen. Achso, den 39er, den könnte er ja gleich weg platt machen, dann teleportiere ich schon mal rüber. Ja, der macht er gegen Feuer, aber das juckt nicht. Den kann Yuzen töten, naja. Den 39er. Ja. Aber deine Täuschungsbeste ist noch am Stüssel, meine Sinne. Das ist nur eine Täuschung. Ich will doch aber. Eine Täuschung der Täuschungsbestie. Genau. Der täuscht mich. Der täuscht mich. Ja, dann kann die jetzt gleich auch nochmal angreifen. Bäm, Alter. Alter. Aue! Die Mönche und Zauberer. Der ordentlich Damage immer. Die Mönche und Zauberer, Palderus. Na dann, hau mal in Spell da ordentlich Rinder. Was wollen wir denn dafür nehmen? Achso, erst Pile, okay. Ich mach gar nichts. Entweder die Feuerbälle, würde ich sagen, die können 49 Schaden machen, oder halt die Eisfläche, die macht halt maximal 40 Schaden. So wie du denkst, Pile. Ja, es ist eigentlich. Naja, ich kann nur die drei hier hinten treffen. Oder die drei da vorne. Na wenn dann würde ich eher sagen, die drei hier hinten. Die Eisfläche ist größer, treffe ich sie alle. Na, sogar den Wolf noch mit. Na denn, Oren? So. Pass auf, der Wolf macht dann ja mehr Schaden. Was machst du? Der Wolf macht dann Pfeiler mehr Schaden, aber er ist jetzt eh tot. Yes, yes, ja. Er hat hier dieses Zeichen des Jägers. Mhm. Aber Pfeiler steht ja da oben, also die müssen wir erstmal rankommen. Ja. Naja, Waffenangriff macht mehr Schaden. Also wenn ich weiß nicht, wer von denen das war, aber wenn der Pfeiler nochmal angreift, der macht mehr Schaden an ihm. Der Drachendude da hinten meinst du, oder was? Der hier. Mhm. Oben. Oder,
Oh, naja, kann er ja machen. Müssen wir halt gucken. Das ist komisch, dass mein Feuerdude noch gar nicht dran war. Achso, der ist noch gar nicht im Geschehen drin, deswegen. Ey, cool, beweg dich mal. Voll. Ist einfach stehen geblieben. Nee, der ist hingefallen. Er hatte keinen Bock. Nee, wegen der Eisfläche, denke ich. Achso, das bleibt. Ja, Eis. Mehr Eis. Einer ist tot von denen. Rainer ist tot? Scheiße, Rainer, Alter. Der hat doch morgen Frühschicht, Scheiße. Alter. Das war ein klassischer Fehlschlag, ja. Ich meine ja nur. Das habe ich nicht mal geklickt, der hat das automatisch angegriffen. Der hat doch das angegriffen. Nee, bin auch nur eine Täuschung. Ich sehe da gar nicht. Jusen kümmert sich ja um die da. Ah, okay. Das, die Viecher können sich nicht bewegen, aber wenn jemand in meiner Nähe ist, dann greift er die ganze Zeit an. Ja, das hatten wir letztes Mal schon rausgefunden, David. Willkommen im Spiel. Ja, welcome back! Schön, dass du da bist. Lass ein Follow da. Ich war letztes Mal ein bisschen müde. Ist uns gar nicht aufgefallen. Heute bist du auch nicht ganz wach. Aber auch nicht ganz müde. Lass einfach die Augentropfen weg, dann läuft das schon. So, gucken wir mal weiter. Jetzt ist er fehlstark, Mann. Also geht doch. Oh, geht doch, sagt er. Die Braut schläft. Forever. Forever, ever. Forever, forever, ever, ever. Ever. Warum bin ich denn schon wieder nicht im Vorteil gegen die Viecher da? Na, weil keiner verstecken wirklich, im Hellen. Na, weil keiner wirklich in der Nähe von jemandem ist. Im Moment läuft das Spiel alles bei dir auch flüssig, ne, Alex? Ja, sieht wohl so aus. Oh, ist auch schon mal sehr gut. Ja, keine ausgelassenen Frames bis jetzt. Das ist gut hier. Warte mal, wer ist denn als nächster dran? Der 37er. Das alte Flockenauge. Ja, den kannst du. Ah, das versteckt sich da, Alter. Ernst hinten, das Flockenauge, klein. Ja, den kannst du mal das Auge zuflocken mit einem Flock aus deiner Armbrust. Ja, Mann. Zwar ein Bolzen, aber. Aber ich glaube, du musst es eh erstmal ein bisschen näher ran, oder? Nee, okay, okay. Ach, nee, das war schon mal ein Astreiner Headshot. Leider kein Crit, aber. Oh. Acht hat er. Du rutschst aus, Digga. Achso, du lässt. Ja, haut den, der am Boden liegt. Ja, das wäre auch mein nächster Gegner. Guckt hier in der Ecke. Oh, David müsste an den da ranrennen. Am Flockenauge, ja. Einfach rüberspringen. Oder, hinhüpfen. Wenn er hüpfen kann. Hüpf mal bitte. Mama. Hui. Mama, alli hoppidi. Na komm schon. Spring mein Kätzchen, spring. Mit den zwei Stacheln, komm schon. Ich glaube, er ist wieder eingeschlafen. Ich hoffe. Ich hoffe, ich rutsch nicht aus. Ne? Ja, noch hoppidi. Okay, was ist cool. Passiert? Hast du jetzt bist einfach ausgerutscht. Ja, nee, er ist ausgerutscht. Naja, passiert, auch im besten Kreise. So, der kleine miese M da hinten. Was knallig dem denn jetzt am besten um die Ohren? Na, Beiler, als nächstes wären die jetzt dran hier. Der und der da. Der da liegt. Soll ich die erstmal platt machen? Ja, in der Reihenfolge wäre das besser, wenn du die erstmal tötest, ja. Weil vor dem da sind ja jetzt wieder ganz viele andere drin. Halt die Frage, welche Stufe mache ich denn? Stufe 2 oder Stufe 3? Stufe 4 habe ich nur noch einen. So, dass das reicht. Naja, ich habe 3 Schuss bei Stufe 2. Bei Stufe 3 habe ich schon 4 Schuss. Auf den 20er sollte ja ein 2er reichen. 2 könnten reichen. Ja. Aber der liegt, den kann ich nicht platt machen. Na, aber der liegt ist ja nicht schlimm. Ja, der liegt jetzt meiner. Ist okay. Ja. Houston ist ja auch noch da. Genau.
Gucken wir mal. Na, Shaolinchen hat gesagt, hat ich darf nichts machen, außer wenn. Doch. Paldorus erst was gemacht hat. Fast. Deine ist down! Jo. Der andere ist auch fast tot. Tak. Bin mal mit Yuzen so ein bisschen die Reihenfolge durchjagen, wann er seine Aktion machen soll. Deswegen. Ja, Yuzen muss ja jetzt generell gucken, wie das erstmal mit seinen Spells ist und so, dann muss er auch ausprobieren. Ja, aber nichtsdestotrotz ist sollte er trotzdem nach dir handeln. Weil wenn er da ranrennt, dann nimmt er dir wieder 75% deiner Spells. So. Also wenn wir schon das Glück haben, dass wir beide nebeneinander sind mit der Initiative, dann wäre das schon gut, wenn er mir den Vortritt lässt, ja. Genau, das ist ja das, was ich meinte. Da hält er sich ja jetzt brav dran. Da ist er. Ja, hast du mal über die Eisfläche gebiegt. Ja, ich habe auch den anderen hinten gesmashed, Alter. Die neuen Dinger, die ich habe, sind schon ganz geil. Cool. Ja, ich kann noch springen. Geh ich mal näher zu Petersen rüber. Dass er mich angreift. Komm her, du Wixi. Vorher glaube ich noch den auf dem Boden liegt. Ich brauch's Scheiß. Und nee, ich könnte fliegen. Soll ich mal in Fliegenmodus gehen? Vielleicht kann er mich da nicht angreifen. Nee, das ist kein Fliegenmodus. Du fliegst bloß zu einer Stelle hin, die du auswählen kannst. So, ja dann. Oder halt in die Höhe. Oh, er steht im Wasser. Nein, brauchst du nicht. Nein. Alter, 16. Alter. Was macht der Randale da? Nee, mach nicht, alles gut. Werde ich schon überleben. Oh, da den Yuzen weg. Und nochmal drauf. Alles gut, ihr überlebt. Ich bin doch dafür da, um zu tanken. Yuzen alles steht cool. Nicht im Wasser. Nee, kann ich meine Aufgabe mal ein bisschen besser erfüllen. Ah, jetzt hat er wieder einen gefroren. Okay. Der Boy ist dran. Kann der auch ausrutschen? Weiß ich nicht. Boah, keine Ahnung. Vielleicht geht er einfach aus. Wäre witzig, wenn er das schmelzen würde, wenn er drüber läuft. Aber nur so ein Streifen quasi, da wo er langläuft. Eine Bremsspur. Ein Feuershit. Immun gegen liegend, ja. Kann ich umherhauen. Er kann nicht liegen, ja. Hä? Warum kann ich den nicht angreifen? Alter, greif ihn mal an. Ne, ist die Kamera. Jetzt. Sorry. Cool. Er ist elendig verbrannt. Falkenauge ist weg. Flockenauge. Flocki. Komm ich nicht ran. Ich hätte noch einen Schritt weiter mich zu den anderen stellen können. Ah, okay, er ist eh schon gut. Wow, Alter. Das ging ja gleich in die Cutscene. Ey, Quatsch, okay. Warum bin ich nicht in der Cutscene? Boah, gute Frage. Wo ist Shaolinchen eigentlich? Ich bin weg. Ne, der versteckt sich hinter uns, er ist echt klein. Er plündert schon mal die Leichen. Also ich dafür drittens. Ich wäre für zweitens. Interessiert mich mehr. Abschaum, geil. Stone Lord. Okay. Nobody actually knows. Word is he's big, dense, tough as rocks, but human, we think, and definitely ruthless. Ich mach Shaolin auf jeden Fall, finde ich. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Bin noch nicht skrupellos. Aber du bestehst aus Stein und bist groß und robust. Na, groß bin ich nicht. Ja doch, deine Größe mehr als mächtig. Für deine große Größe bist du groß genug. Also ich wäre für viertens bis jetzt so. Okay, nice. Shaolin auch, der mich auch dabei ist. Wann hast du Poseidon eigentlich den Dreizack geklaut, Digi? Ja klar, und warum krieg ich jetzt auf die Fresse, Alter? Was doch du? Ich hab doch ja nicht gesagt. Die haben Respekt. Alter, die haben natürlich alle wieder volles Leben, ne? Hm. Oder? Jo. Schön. Ja, er nimmt einen Trank oder so.
Wir hätten uns doch einfach eine Belohnung von denen holen können. Ja, ja, wir holen uns jetzt. Ja, es, ja. Ey, eigentlich hast du früher Paladin gespielt, Jusen. Du hättest die ganze Zeit immer dafür sein müssen, dass alles. Jetzt bin ich Krieger, jetzt bin ich Kämpfen, Junge. Ja, ist einfach Eidbrecher und geworden und zur dunklen Seite. Du hast ja gesehen vorhin, dass er cool, die ganze Zeit mit der dunklen Magie gespielt hat. Was dunkle Magie? Ich wollte nur flattern. Das sind die Würmer. Jetzt haben wir zwei Leute, die nur drauf hauen. Einer, der dauernd verpeilt ist und der andere, der nur meckert. Wer bin ich denn? Bin ich der, der verpeilt ist? Nee, das ist David. Also. Kann nicht weggehen. Er ist zwar nur Teilzeit verpeilt, das muss ich schon dazu sagen, aber. Ich kann ja erstmal laufen. Bis wohin ich will. Dann kann ich noch porten. Dann gebe ich den Salafisten da erstmal aufs Maul. Na, Kuckuck. Guck mal, wer da kommt. Ich hab ein paar heiße Schellen für dich, mein Freund. Krass. Oh, der war wohl nicht aus nicht brennbarem Material. War er nicht, sagst du? Nö, nö. Mal der hier unten will mich ja platt machen. Was bist du denn für einer? Okay, Feuer geht bei dir voll klar. Kann den Luftraum jetzt blocken. Ich hab noch einen Stufe 4, den kriegt der Dicke jetzt ab. Kannst du den nochmal klappen, David? Nee, wa? Nein, es ist was im Weg. Ja, nice. Achso, Jusen, warte, ich kann den, ich kann mich quasi, ja, ist er nur noch. Warum hat er den, wa? Weil ich komm noch zu dir, Jusen. Bei mir ist doch keiner. Kann ich gerade einen Zauber aus? Was willst du denn bei mir? Achso, da ist ja noch einer. Oh. Kannst du den noch boxen, Neva? Warte. Oh, der hat den Zauber jetzt rausgezogen, oh, oder was? Aber gut, ich nehme trotzdem den anderen, der bei deinem komischen Teuch wie Bastiardo ist. Ne? Irgendeine Taste nehmen, ich kann sogar weglaufen. Also, kann ich einfach reinziehen? Doch, okay. Alter, die Täuschungsbestie ist richtig broken. Kann dreimal angreifen, kann mich dann mit dem Ziel noch wegteleportieren und hinterlasse eine Täuschungsbestie, die alle Gegner im Umkreis immer angreift. Okay, der ist auch down. Ja, dann greife ich jetzt noch den Zweier an, oder? Nein, ja, jetzt platt gemacht. Der Tag nie auf mir sitzen lassen, ne? War doch eine schnelle Nummer. Hm. Aber nee, meine Täuschungsbeste kann leider nicht laufen. Hey, cool. Jo. Wollen wir eine kurze Rast machen? Kannst du gerne tun, ja. Nice. Jetzt bin ich wieder gut overpowered, Leute. So. Dafür haben wir sie ja. Oben noch was? Ja. Ah, ich bin happy jetzt, Alter. Ich bin recht froh jetzt mit dem Ergebnis, was ich im Kampf erbringe. Machst du für nächstes Mal ein bisschen Schaden, ja. Traue ich aber wahr, ja. Mensch, krass, unser Krieger macht mal Schaden. Wow. Aber Tank konnte ich schon immer gut, also Maul jetzt. Ja, aber jetzt hast du da auch noch mehr Leben als vorher. Ein bisschen, ja. Naja, seine Rüstungsklasse ist da höher und dadurch ist er der automatisch. Armselige Kleidung. Jusen, ich hab was für dich gefunden. Was für ein Charakterpass. Charakter. Eigentlich nicht die gute. Falsche Maus, das sind. Also ich folge jetzt nur Shaolin Junior Zelt. Weil ich mir denke, der kennt das hier. Du, ich flut das mal. Dass man Rechtsklick machen kann und auf Folgen drücken kann. Das wäre noch geil. Damit du gar nichts mehr machen brauchst, ja? So, ja, gar, so gar nicht mehr aufpassen. Dann kann ich wieder schlafen gehen. Mhm. Ich finde das Ding gut. So, stechen wir jetzt in See, oder was? Jo, jetzt sind wir die Strohbande. Du bist Chopper. Oh. Glaub mir, ich und Medizin alleine. Ich hab Spaß, aber ihr werdet keine Medizin kriegen. Alter, noch mehr, Alter. Wir haben jetzt 7 Würmer. Hier waren noch 2 drin. Ja, nice. Hier oben ist ein Gang. Bei mir.
Gang für die Gang. Gang, Gang. Na, Jose? Ja, jetzt, ja. Gang, Gang. Bei mir sind die gerade alle wieder umgefallen. Come on, rein. Na, Kuckuck. Level. Aus ein bisschen wie eine Schatzkammer. Hm. Da liegt Gold. Oh, Wahrnehmung, hier ist fehlgeschlagen. Bleib hier mal stehen. Will keine Falle auslösen. Wahrnehmung. David ist auch fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen, fehlgeschlagen. Ich hab's versucht. Ich geh wieder weg. Ja, ja, aber Knochenstiefel hast du rausgeholt. Oh, das konnte ich looten. Dann war es wohl nur die Kiste. Natürlich, immer. Nur die Kiste. Hm. Oh, hier geht's noch tiefer. Was sind denn das für Stiefel? Knochendornstiefel, Ausweichinstinkt. Du hast einen Bonus von plus 1 auf Rüstungsklasse und Rettungswürfe, solange du weder Rüstung noch Schild trägst. Das ist ja für mich eigentlich ganz gut. Ich habe weder eine Rüstung noch ein Schild. Hat noch jemand keine Rüstung und kein Schild? Ne, Rüstung habe ich. Aber Schild benutze ich nicht, also weiß nicht, was für Schild habe ich immer in der Hand zum Blocken. Also nimm ruhig. Ja, dann nehme ich die Schuhe, wa? Passt ja sonst auf keinen anderen. Hab ich eine höhere Rüstungsklasse, ist doch gut. So, kommen wir da noch irgendwie runter? Ja. Ja, hier können wir runterklettern. Achso. Ich stehe da schon und warte. Sehr gut. Oh, den Hammer, den du gefunden hast, der ist auch nicht schlecht, war Jusen. Aber macht ein bisschen weniger Schaden. Jusen, wie gesagt, wenn du irgendwo mal nicht rankommst, du kannst den Dreizack auch werfen. Der kommt wieder sofort zu dir zurück und macht Schaden. Ja. Ja, und der kann ja auch jetzt fliegen. Also kommt da dadurch ja auch eigentlich fast überall ran, oder? Ja, der Hammer ist... Aber wenn du kurz vorher stehen bleibst, ist mal... Ja, genau. Weil das macht auch nochmal extra Schaden, bis zu 16, glaube ich. Der Hammer ist wirklich nicht schlecht. Der hat noch ein paar extra Brecherangriffe. Aber der Speer ist immer noch am kurzen. Das Boot kann man nicht benutzen, oder? Ne. Hier ist Dumbo Ende. Das war wohl nur ein kleines Versteck. Hörer drücken ein bisschen. Oh, das ist so. Ja, war doch in Ordnung. Sieht euch lohnt hier. Der Gang. So ein bisschen zumindest. Dann geh hoch. Er wollte nicht. Gut, dann haben wir hier alles, wa? Oh, jo. Was ist jetzt? Die sind alle nochmal gestorben, wa? Ja, alle nochmal umgefallen. Na, aber... warte mal. Na gut. Dann können wir, anstatt den ganzen Weg jetzt zurückzulatschen, können wir uns eigentlich zu dem Portal da hinbeamen. Ah, oh, wie heißt das? Südlicher Teil der Brücke. Genau. Oh, dann gehst du auch wahrscheinlich nördlich. Nee. Hat er das Stadtportal für euch schon geholt? Gleich kommt eine kleine Werbung, Leute, in 20 Sekunden. Bleibt bitte dran und bis gleich. Wollen wir dann, bevor wir jetzt so über diese komische Brücke da hinten gehen, erstmal zu den Hafnern runter in den Keller? Ich speichere erstmal. Mal. Nur sagen, wo wir lang müssen. Zu uns.
Lauf, 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 lauf. Warum rennen die Leute eigentlich alle weg von mir? Oh, 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 ich bin... Na, ja, ich bin da. Unless you're buying, then he can wait till the Soul Forge goes dark. Also aber gute Bodyguards, wa? Hm. Soll ich den Händler fressen? Aussieht Urukai oder so. Schon fast mit den schwarzen Haaren. Und der Weg von mir? Well, ja. So, ich schau jetzt in der Cutscene. Nein, ich hab nur mit dem Ork gequatscht, aber... Ja, wir müssen... wirklich alle weg von mir, okay. Müssen wir jetzt das irgendwie... Ist nicht so vorteilhaft, wenn du ein Vieh aus der Hölle bist. Ah, hier hinten. Hier hinten ist die... Kannst du da überhaupt runter, David? Ja. Ach geil, läuft da einfach so runter. Die Spider-Man. Ja, klar, ja. Coole Nummer. Bin in einer Cutscene. Also, das Adlerauge, würde ich sagen, war Alex. I was hoping to greet the High Harper beneath Salona's tears. You have the lad a little nervous. You're the one toppled Ketherick out in the Shadowlands, no? Wie kommst du denn darauf? Sehe ich so aus? Rettungswurf gescheitert, Motiv erkannt. Motiv erkennen. Wo ist denn die Höflichkeit? Weißt du, was ich meine, Alter? Kommt einfach jetzt nicht sprich, Alter, ist schon frech. Das muss weisens, ja. Hast du recht. Töten wir sie. I took her face, but she died. Das wollte natürlich Husen sagen. I wonder what Orin plans to do with your face. Ja gut, eigentlich bist du egal. Oh, okay. Unerwartet. Ja, natürlich. Ich hab jetzt gar nicht gelesen. Was haben wir denn gesagt? Die haben uns überrumpelt. Ja. Hm? Wir haben gefragt, und wer seid ihr? Und dann hat sie uns angegriffen. Ja, genau. Also was sollte man auch echt nicht fragen, Leute. Also ich weiß ja nicht, was ihr euch da mal einbildet. Hä? Die kann sich doch erst mal vorstellen, wenn ins Gespräch kommt, Alter. Ja, aber ein Dieb stellt sich nicht vor, ne? Ist doch kein Dieb. Wahrscheinlich ist die Auftragsmörderin. Aber der andere, der ist ja dabei, der ist ja für uns quasi. Ja, den sie gerade ausrauben wollten. Nee, die waren doch alle zusammen hier unten. Die, wahrscheinlich haben die einfach nur... Alle drei zusammen. Mhm. Okay. Okay. So, Ecke wieder. Na, besser du. Als wir. Ach so. Warum kommen die von oben nicht mit nach unten? Was ist das also? Kletter runter, Geist. Warum ist eigentlich nur einer bei mir? Ich bin auch bei dir. Reicht das hier nicht? Nee. Okay. Ja, bei mir sollten zwei sein, weil dann kann ich mich wegteleportieren und meinen Geist hier lassen. Aber so kann ich mich nicht mehr bewegen, und wenn ich ihn wegteleportiere. Obwohl, dann ist er nicht bei euch in der Nähe. Jusen, bist du vor mir dran? Nee, bist du nicht. Nee, ich bin nach dir. Aber ich beschütze dich. Guck, wie sie Angst haben. Ja, die schießen jetzt bestimmt alle auf mich mit ihren Pfeilen. Bachi! Du stehst doch da halbwegs sicher, David. Die gehen auf Shaolin. Naja, nee, ich hab jetzt erst den Bildschirm gesehen. Ich hab gesehen, dass ich hinter einer Säule stehe. Also soll ich den Typen hier lassen? Ja, ich kann mich hier nicht rausbewegen. Wir haben David eingebaut. Ja, 4. Na, dann nehme ich den mit. Ich mach's. Ja, mach ihn weg und dann können wir uns halt auch alle bewegen. Ohne Angst.
außer Sichtweite alles, ne? Das ist ja eine Scheiße. Gleich wieder da. Warte. Das war doch eine gute Idee, David. Ah. Alles, ja, richtig weggesmashed durch deine Kopie. Ja. Kann mich sogar jetzt noch bewegen. Yes, ja. Macht das ja richtig. Alex, ja richtig den hitten bei dir, den kann ich noch zweimal hitten. Na dann, hau auf. Warte. Hä? Warum laufe ich nicht? Er läuft bei mir nicht, oder? Wir gucken uns Schachschauen ihn mal näher an. Hast du eine schöne Katze bei dir? Hm. Musst runterschubsen. Mein Haus. Nee. Schubsen kann ich nicht. Es ist Loot weg, war Alex. Genau. Kannst du ihn nochmal töten? Nee, ne? Nee, ich kann leider nur dreimal. Ist noch nicht tot. Nochmal töten. Ja, Alex tötet seine Gegner immer zweimal. Kann leider mit der Bestie nur dreimal. Eigentlich müsste sie schon runterfallen, so wie sie da steht. Mit den Beinen da, ne? Hier, Leute. Schieß mal mit deinem Feuerzahnstocher da. Nochmal Gift drauf. Uiuiui, jetzt meint er ja ernst. Er hat nur noch 5 zu leben. Ja, mache nur leider nicht so viel Schaden, ohne dass ich im Vorteil bin. So, hätte ich halt näher rangehen sollen, oder was? Ja, du hättest, naja, ja, hättest daneben so ein bisschen stehen müssen, ja. Wäre gut. Gut. Na, jetzt ohne, jetzt ist mir ja. Tor, jetzt hittet die mich locker gleich. Naja, aber ist doch gut, wenn die eine Armbrust hat. Umso näher du stehst, umso weniger Chance hat sie doch. Ja, ist auch recht, ja. Ich hatte nur Angst, dass du mich abschießt. Beende deinen Zug, David. Achso, ja, sorry. Lass den kleinen Süßen da in Ruhe. Gut, ich würde sagen, ich bote erstmal hoch. Dann zu den zwei Gegner zwischen, oder? Komm her. Kannst du vielleicht auch hier hin und dann hier hochspringen? Ja, das war klar, das würde gehen, aber bin ich noch nicht wirklich doll erhöht. Stimmt, den kann man ja, ich auch. Ich komme zu euch hoch, wenn es geht. Also fliegen könnte ich auch hoch, ja. Oder ich springe besser als fliegen. Keine Ahnung, Jusen. Nee, dann renne ich erstmal hin und versuch's zu springen. Aber ich kann nicht mehr springen. Aber fliegen kann ich. Warte, versuch doch dein Ding. Dürfen. Vielleicht kannst du deine Dings auch von unten werfen. Alles klar. Dein Dreizack. Du hättest nicht werfen laufen dürfen, Jusen. Aber du kannst deinen Dreizack da voll in den reinschmeißen, in den du da, ja. Dann bleib ich da stehen. Was machen wir? Die sind ja eigentlich keine dolle Bedrohung. Machen wir Standardattacke. Genau. Ja, ich will ja da hoch. Was bringt mir das von hier unten, dass da. Na, du kannst deinen Dreizack da hochschmeißen, wenn du nicht hochkommst. Na, ich könnte jetzt nochmal. Ich könnte nochmal Tatendrang machen. Ich hab ne Idee, ich kann ja erstmal einen Pfeil machen, dann mach ich Taten dran, kann hochspringen, dann bin ich erstmal da oben in der Base. Nicht Pfeil, werfen wir dein Dings, dein Dreizack. Genau, werf doch deinen Dreizack. Ja, aber. Ich kann's probier's ja mal. Probier's doch einfach mal aus. Vicky, wenn der mehr Schaden macht als dein Popelpfeil, dann macht das doch voll Sinn und der kommt sogar zu dir zurück. Da hast sogar die andere noch mit dir getroffen. Das, ja, war aber das war aber ein Pfeil und nicht dein Dreizack, oder? Doch, doch, war mein Dreizack. Das war so ein Dreizack, ja. Okay. Achso, ja, wird die Waffe geworfen, so erzeugt sie eine Explosion, die 12 Schallschaden bei einer Detonation im Radius von 6 Meter um das Ziel bewirkt. Oh, dann war die wohl noch drin, die kleine. Du erhältst einen Bonus auf plus 3 Bewegungsrate und Sprungweite. Das Ausrüsten dieser Waffe gewährt dir Immunität gegen Fallschaden. Oh cool, Jusen, du kannst immer, wenn du das Teil ausgerüstet hast in der Hand, kannst du überall runterhüpfen. Kriegst keinen Fallschaden mehr. Gut, aber wie gesagt, ich kann doch mal fliegen. Hast du Fallschaden gesagt? Nee, Fallschaden.
Jusen ist immun gegen Fallschaden. Oh, ist ja geil. Kann er überall runterhüpfen. Du hast generell ein plus 3 auf Bewegung und Sprungreichweite. Also der Zepter ist schon ziemlich stark. Kannst du ja nochmal zuhauen oder was, Jusen? Ja, ja, ich hab grad Tatendrang nochmal gemacht, ja. Ja, na dann kloppen um. Der hat 14 und der hat 22, okay. Ja, klopp mal den 14er. Macht dir keinen Kopf. Mach mal den 14er tot, weil dann kannst du durch Blutdurst, glaube ich, nochmal eine Aktion machen. Jetzt müsstest du noch eine Aktion haben, oder? Jo. Ja, genau. Ja. Dann kannst du da, wenn du da noch rankommst, dann. Oder schmeiß nochmal deinen Dreizack. Dass die Garfs Gaves sich da alle verwandelt haben in ich kann noch eine etwas heftigere Attacke machen, aber ich mache einfach eine schlichte Attacke und den Rest erstmal. Mach Standard einfach, sind doch nur noch zwei. Ich kann mich nicht bewegen, okay, dann muss ich Fernkampf machen. Weil dann werf wieder den Speer, wenn es geht. Ja. Obwohl 6 Meter nicht das Varex trifft. Naja, sonst trifft den da hinten. Ja, da stehe ich ja. Ja, aber ich glaube, ich kann ihn. Nur einmal. Okay. Werfen, also ich kann gerade irgendwie jetzt nicht mehr werfen. Oder doch, warte. Ja, doch, Alex war noch im Radius. Oh, sorry, Scholin. Oh, dude. Ah, nice. Alter, wie oft kann ich denn angreifen, Alter? Chillig. Ja. Okay, cool. Dadurch, dass du jetzt schon fast doppelt so oft angreifen kannst, wie du es vorher konntest, hast du schon da alleine durch einen Riesenvorteil. Wenn es richtig aneinander reißt. Schade. Beende. Warte, oder? Nein, ich kann. Was los, Leute? Ich bin hier die Kampfmaschine 380 und hier zu sein. 380, ne? Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich perfekt war. Oh, ich habe gut für Tränke gefunden. Ist aber normalerweise kein gutes Zeichen, wenn man viele Tränke findet. I'm done. I can't wait to sleep. Jusen ist schon wieder müde. Ja, na, ich habe auch gerade echt viel geleistet, oder nicht? Oh. Hat das so gut Impact hier im Kampf? Ich geb zu, die ersten Sessions war ich nicht ganz fixi, aber Alter, ich bin gerade selber noch überrascht, was ich gerade geleistet habe. Wie gesagt, Knöpfe getroffen. Ich wusste, nee, diesmal hatte ich auch was zu machen, so. Aber ich glaube, ich habe das ungefähr 4 oder 5 Mal angegriffen, das war schon ganz cool. Ja, mit dem Elixier, wenn du da Leute tötest, dann kannst du halt echt oft angreifen. Das ist es halt. Aber warte, was passiert, wenn ich das Elixier nehme? Das ist die selbe Wirkung. Musst du halt auch Leute töten, also musst du Leute für töten halt. Genau, du musst Leute töten, du hast so eine Extra-Aktion. Ja, nee, meine Aktion ist ja, dass ich dreimal angreifen kann. Das heißt, wenn ich jemanden töte und dann kann ich ja, weißt du? Ich glaube, pro Zug ein Tod, so denke ich. Auch wenn du jetzt 5 gleichzeitig tötest in einem Zug, ist es trotzdem ein Tod. Ein extra Zug. Ja, 5 Aktionen. Das wäre krass. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich gehe in den nächsten Fight so mit 25 an Aktion. Prüge den Boss einfach down. Müssen wir gar nicht hoch, oder was? Nee, wir müssen hier noch irgendjemanden treffen. Nicht, dass wir ihn gekillt haben. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Wir haben gerade ziemlich viele getroffen. Auf der anderen Seite ist noch ein Stein. Verschwinde, sagt er zu mir. Ja, vielleicht. Hier, Somi. Ah, der rennt weg von mir. Ja, sorry. Ich gehe ja schon. Ja, so, da ist er. Der ist auch vor dir weggerannt, da der. Thank you. Okay. Ich schau, den ist in der Cutscene. In der Ecke. Miau. Sollte der U sehen mit Zielungsdrehen.
Denkst du, die Gedanken sind die Gedanken, die wir denken sollen? Denkst du das? Ich weiß ja nicht. Used for doppelgangers, imposters, things like them. You're the one High Harper Jahira sent. Wir sind sehr, du siehst sehr vertrauenswürdig aus. Gemeinschaftsentscheidung. Right, equal to the High Harper. You can give her my report then. The others. They're all dead. Or scattered. Jahira sent word of the victory over Ketherick. Set us hunting after the cultists in the city. But they were the ones hunting us. Mensch, er fängt da gleich an zu weinen. Ja, ist ein bisschen wehleidig, der Typ, ja. Should be. Rashimar. Oh, ist erfolgreich. Bist du auch gut in Geschichte, Alex? Mhm. Auch. Bin ja viel rumgekommen, weißt du? Dachte, das passt ganz gut. Ja, das heißt ja nicht, dass du dir alles merkst. Ja, guck dir den dicken Schädel an. Er ist eine laufende Geschichte, Alter. Jeder singt über ihn. High Harper didn't tell you. Perhaps it's not my place. Just tell her this. I can't continue the hunt. Whatever the cult has done with the Rashimar. Also wehleidig wie du bist, kannst du nichts finden. Lass ihn töten. Darf ich ihn jetzt fressen? So, dann wieder ab nach oben. Na, Bonga. Sind wir hier anscheinend durch, ja. Alex, ist die Tür, wo wir nicht durch dürfen. Mir gefällt das gar nicht. Ich setze es noch wieder runter. Tür. So aufgeklickt. Was für eine Tür? Die ist rot, aber ich will da durchgehen. Soll ich trotzdem durchgehen? Schau den Knopf. Ich wollte dich erst fragen, nicht, dass wir da eine Falle hintersteckt. Darf ich speichern? Mach das. Mach das. Die Doppeltür hier oben ist verschlossen. Ich denke mal, hier kommt man ins Gemach von dem Händler. Das ist wie ein Haus hier oben, ein kleines. Ins Gemach? Die Gemächer. Gemach. Ja, genau. Kann man das Schloss hier stehen Schmiere, Digi. Ja. Tötet alles, was sich bewegt. Okay, hier unten geht's wieder zur Brücke. Da kommt einer. Uns ist einer hinterhergelaufen. Wer ist hinterhergelaufen? Ja, er steht jetzt hier noch, aber wir blocken ihn mal. Na, wir können mit dem reden. Wir stehen alle um ihn rum. Kann ja mal mit dem reden. Lass Alex erstmal die Bude ausräumen in der Zeit. Wenn jetzt erstmal nichts passiert und er nicht uns anquatscht, dann kann Alex doch theoretisch in Ruhe die Bude ausräumen. Nee, er wird dann sagen, gib die gestohlenen Sachen wieder. Naja, aber wenn Alex danach da hinten den anderen Weg weggeht und abhaut und wir ihn dann erst ansprechen. Wird er trotzdem sagen, gib die gestohlenen Sachen wieder? Dann meinst du, ich das Spiel aus, die Tricks, ja, Digi. Ich denke nicht. Kannst ja mal probieren, ja. Weg mit dir. Dürfen wir ihn töten? Er hat dich eigentlich. Er hat dich gestreichelt, wa? Nee, er hat mich angekscht. Hat er gemacht. Das ist ja Hochverrat. Er hängt ihn. Wir machen hier gar nichts. David, du machst jetzt erstmal auch nichts. Obwohl diese ganze Situation gerade völlig unnötig ist. Kreatur, jetzt reizt langsam. Du bist eine Kreatur und dazu noch eine echt hässliche, aber ist doch egal. Kommst du aus der Hölle, da ist es hübsch. Auf der anderen Seite ist ja auch noch eine Stadt vom Wasser, ne? Oder? Also hier hinter dem. Also wenn man in die Richtung guckt. Meine Leute, ich hab Angst, dass wir es jetzt mit dem Dorf verkacken und nichts mehr verkaufen können. Dann David hat doch gespeichert, Junge. Ist doch hier. Was bringt dieses Klar? Wir wissen es doch. Dass rote Fässer böse sind. So, ich bin noch schon fertig. Wir können mal wegen Würmer gucken, wir haben schon wieder 7 Würmer. Ja, aber wir konnten ja. Okay. Er guckt dich an. Ja. Er spricht schon mit dir. Hm. Hättest dich unsichtbar machen müssen, Alex. Was hat er gesagt? Naja, hat einfach nur Sympathie minus 5. Okay. Darf ich jetzt weiterlaufen? Ja, jetzt kann man weiterlaufen. Hat nichts gemacht.
Okay, jetzt ab über die Brücke! Ich hoffe, es gibt einen Kampf. Brauchen wir nochmal eine kurze Rast oder so? Oder? Ich habe nur noch 2 zweiter Zaubersprüche, 2 Dreier und normale Zaubersprüche. Eine kurze Rast wäre cool, ja. Da kriegst du mit der kurzen Rast auch nicht zurück. Nö, das stimmt. Aber gut, du hättest Leben mehr. Ja, würde ich sagen. Mach mal kurze Rast kurz. Okay, soll ich mit dem Stahlwächter quatschen oder was? Oder wer quatscht mit ihm? Lass David nochmal speichern kurz und dann. Aber Dicker, jeder hasst deine Kreatur, jetzt quatschen sie auch wieder deine Kreatur voll. Sie sagen alle, verschwinde, geh weg, wir hassen dich, ermordet ihn, seine Kinder sind unsere. Oh, jetzt rennen sie weg. Ne, die rennen hinterher. Oh, Quatsch mal. Und welche? Also sollte ich jetzt noch ein Elixier. Ach nee, die hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Scheiße. Okay. Okay, wer quatscht jetzt? Soll ich? Ja, hau rein. Okay, Stahlwächter, ich komme. Mit dem Stahlwächter habe ich schon geredet. Achso, der sagt nichts, oder? Nee. Kommen wir irgendwie nicht weiter. Der zieht mal wieder zurück. Ach, keine Ahnung. Daneben stand auch noch einer. Okay. Würmfels ist geschlossen, sagt sie. Ja, man könnte täuschen machen, überzeugen. Alter, plus 4 überall schon ganz geil. Wie ist es bei mir gerade verbuggt, habe ich das Gefühl? Der Blitz ist hier nicht drin. Die Birne kann ich mir da unten nehmen. Ich werde für täuschen irgendwie. Egal. Ich wäre für täuschen. Bist du ein Täuscher? Du enttäuschst mich jeden Abend. Also 5, da müssen wir locker Geld bezahlen. 3 lässt uns höchstwahrscheinlich durch. Jo. Also täuscheln. Täuschigst du mal. 30? Alter. Das ist heftig. Aber du hast ja... Musst du 19 würfeln. Ja, Minimum. Okay. Naja, aber du bist der Beste im Täuschen von uns. Ja, aber Charisma ist halt nicht so hoch, ne? Also, wenn es irgendjemand anderes von euch probiert mit dem Charisma. Ja, aber täuschen und alles Mögliche ist doch viel höher bei dir. Ja. Ja, aber Charisma, es ist ein Charisma, wo Alex hat schon recht, die Schwierigkeit besteht im Charisma. Ja, aber es ist ein minus 1. Ja, aber die Schwierigkeit, der Schwierigkeitsgrad passt sich doch auch an. Das stimmt ja, schon, aber bei einem anderen Spieler hätte man nicht die ganzen extra Plusse, die du gerade hast. Ja, aber es ist doch besser, es ist doch einfacher, an der 15 zu würfeln. Als eine 30 mit plus 11. Ja, gut. Probier noch einmal, würde ich sagen, sonst wechseln wir. Eine 30 ist mir zu hart, Alter. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine 19 oder eine 20 würfelt, das ist einfach zu groß. Ich gehe einfach weg. Könnt ihr probieren. Soll ich mal probieren? Vielleicht kannst du wieder drücken. Nein. Tusen, du hast gar kein Charisma. Soll ich es probieren? Das ist einfach. Dich hören sie. Balduri hast du auch noch, aber es bringt nichts. Okay. Ja, siehst du hast weniger Buffs jetzt. Das meinte ich ja vorhin. Ja, aber die Schwierigkeit ist vielleicht weniger. Ich könnte es versuchen, hier ist meine Heimat. Also ich... Er muss ja vielleicht keine 30 würfeln, sondern eine 15. Mach Heimat, vielleicht kannst du dann auch noch was probieren. Nein, ich würde überzeugen, 15 zu machen. Ne, wieso? Da müssen wir doch was bezahlen. Ja. Ja, dann lieber. Dann lieber die 4, wenn dann die. Ja. Special occasion. Worms Rock is closed. Invited guests. Wir haben auch ein bisschen high aus, die Frau. Okay. Aber kannst du sie immer noch überzeugen, naja. Also sollten wir 2 versuchen. Ne, die 3. Die 3, ja. Nein. Beim Täuschen bist du ja nicht so gut. Okay, auch 30. Sind alles 30er Würfe. Ah, auch 30. Das dachte ich mir schon. Brauche ich schon gar nicht würfeln. Kann ich hier noch rausgehen? Nee. Du musst mindestens also einmal würfeln. Einmal muss ich würfeln. Mhm. Ja. Einmal musst du würfeln. Ja. Oh. Ja, das ist ja auch eine, hättest du auch eine 20 würfeln können, weißt du, als kritischen Erfolg. Ja, das stimmt. Dann. Gortash has got all the protection he needs.
A cultist makes so much as a peep, the watch will turn them to cinder. Und reifen. Ja, komm, versuch zu spenden, wir haben genug Knaben und Knete. Naja, da muss er sie doch aber auch überzeugen. Ist doch auch ein 30er Wurf, braucht er doch gar nicht probieren. Na, das sind eigentlich auf 30. Ob's 30 sind, wissen wir nicht, haben wir nie ausprobiert. Bei den Antworten, für, glaube ich, war es immer unterschiedlich. Ich versuche den mal. 25, siehst du? Ja, wow. Wenn du jetzt eine 20 machst, wäre geil. Ja, dann schafft das so oder so, wenn er 20 macht. Ja, klar. Also 20, Peiler. Und geschafft. Am Schluss soll er kämpfen gegen uns und dann kommen wir eh weiter. Aber dann haben wir das ganze Dorf gegen uns, dann können wir nichts mehr verkaufen. Und ich glaube, wir finden noch ein bisschen Stuff, was wir verkaufen müssen. Ja, aber ist wenigstens was für ein Ereignis. Okay, soll ich es mal probieren? Ja, komm, Usen, machst du das jetzt, rockst jetzt. Ja, schüchter sie mal alle ein. Soll ich vorher hingehen und sie einschüchtern? Ich glaube, du solltest mal aus deiner Gestalt rauskommen. Nein, ich habe noch 75 Leben, ich komme gar nicht hier raus. War jetzt wieder das Gleiche, also es ändert sich nichts. Und ich hab hier richtig viel Minus. Ja, deswegen. Entweder geh ich weg oder ich greife an. Nee, du, ja, du, ich glaub, geh weg. Weg. Geh weg. Das ist scheiße, Mann. David, deine Gestalt. 20 würfeln, um reinzukommen. Deine Gestalt, hilft uns hier nichts. Komm, kannst du mal rauskommen aus deiner Gestalt, bitte? Ich geh einfach weg, das war scheißegal. Nee, das geht auf den Sack, die quatschen ja trotzdem alle, oder? Ja, außerdem rennen sie dir hinterher. Ja, weil du ein Gegner bist. Für die bist du ein Gegner. Wir brauchen... Gut, dann gehe ich jetzt raus und dann ist alles besser, oder was? Ja, dann kannst du wenigstens noch quatschen mit denen. Ja, aber ich habe doch genau das Gleiche. Ja. Nee, du hast mehr Intelligenz und Weisheit, siehst das, Blackcakes. Guck mal, wie friedlich sie sind, Alter. Oh, ich jemand bietet mir einen Kuchen an, wie nett. Ich schub Susan gleich runter. Kannst gar nicht nochmal versuchen. Gortash is becoming Archduke. All the peers came to pay regards. Man muss doch da auch irgendwie anders reinkommen. Das kann nicht sein, dass das bloß über den Weg geht. Naja, aber so wie die Karte aussieht. Ja, hier hinter, an der Seite vom Schloss sieht es aus, als wenn es einen Weg gibt. Aber wie sollte man den hier laufen? Nee. Da hinten ist ein Boot. Oder kann man wirklich mit einem kleinen Boot umfahren? Um die Insel. Ich glaube aber nicht, dass nur Deko hier... Ja, David, versuch du doch mal mit dir zu quatschen. Hab ich doch gerade eben. So. Und? So. Ah, jetzt sind neue Sachen, hä? Vielleicht mag die dich mehr. Du bist vielleicht sexy. Nee, ich hab das gleiche wie Pyler. Und auch weniger Buffs. Naja, dann versuch du wenigstens nochmal eine 20 zu würfeln. So, jetzt. Ich kann den Bonus geben, wenn du willst. Ja, okay. Ich hab selber einen Bonus gemacht. Du musst ja schon eine 20 würfeln, sonst wird's ja eh nix. Von, direkt von Haus aus ohne den Bonus usen. Kannst du da einen Bonus geben? Nee, wa? Nope. Boah, an der Stelle sind wir mal wirklich gescheitert. Unsere Würfe sind ja heute wirklich richtig gut. Ja. Dann gehen wir nochmal weg, dann probiere ich es nochmal, weil ich habe ja noch den... Einen haben wir noch, Alex, denn zum Wiederholen. Danach ist vorbei. Was haben wir zum Wiederholen? Wir haben nur noch einen Versuch zum Wiederholen, danach ist vorbei. So. Oder zählt es Wiederholen nur, wenn du es danach gleich direkt nochmal drückst? Ich weiß nicht, was du willst jetzt. Du kannst doch die Würfe wiederholen. Jetzt haben wir aber nicht eingesetzt, alle. Nee. Ja, danke. Frage beantwortet. Sieht aber schon besser aus. Na. Den könnte ich jetzt wiederholen, ja. Und versuche doch. Ah, komm, eh mal. Aber. Wie sie guckt, als wäre sie total doof. Ja, das wird heute, glaube ich, nicht mit den Würfeln hier. Good try, but no.
Ja, weiß ich nicht. Muss auf jeden Fall auf einen anderen Weg reinkommen. Na, angreifen könnten wir. Es gibt keinen anderen Weg, es ist halt diese Brücke. Da müssen wir rüber und die können nur sagen, ja, wir machen's. Ich denke, eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Orpheus. Das Einzige, was wir machen können. Warte mal, ich habe noch eine Idee. Wir können alle hier hingehen. Okay. Und dann mit einem Trank des Federfalls können wir alle hier hinspringen. Ja, das war das, was ich auch gedacht habe, aber ich weiß nicht, ob es da hinten weitergeht. Ja, wenn du mit WASD hier rumguckst. Loch drin, das habe ich nicht gesehen, das Loch. Ja. Aber ich dachte, mein Speer macht eh Fallschaden. Ja, aber du musst schon bis rüber springen. Wenn du nicht so weit geflogen, also nicht so weit springst und hier unten irgendwo landest, dann kann schon nicht mehr so gut sein. Musst schon wirklich bis hier hüpfen. Ich kann hier hinspringen. Ja, ohne Schaden. Ja, geht das? Sehr gut. Okay, alles klar. Machen wir es auch hier? Wenn wir es mit Diplomatie nicht lösen können. Warte mal, Schaudin ist nicht da. Ja, entspann dich doch mal. Ihr müsst ja alle erstmal weggehen, da, damit ich da hinspringe. Wo geht's denn da hin? Hier. Geh doch mal nach. Leiter. Da geht's unter zum Boot. Mal gucken, oder? Nee, würde ich nicht sagen. Wir gehen über hier durch die Höhle rein, oder? Ja, das ist eine Truhe. Lass ihn doch erstmal unten gucken. Das ist in der Gefängnismauer, das interessiert mich. Klar. Das ist eine Holzkiste. Müsste Alex mal öffnen. Ja, ich sammle noch das hier hinten ein. Oh, fuck. Falle. Glück gehabt. Es ist eine Falle. Geh schon mal wieder hoch. Okay, man kommt ja wieder hoch, okay. Und sonst war da nichts Peiler, oder was? Na, nur die Truhe, die ich nicht aufkrieg, weil da eine Falle dran ist und die verschlossen ist. Wir können auch hier rechts hoch an das Gemäuer. Ich weiß was nicht, wo es hinführt. Nee, da kommst du irgendwann nicht weiter, Jusen, glaube ich. Ach nee, doch, hier geht's auch hoch. Ja, bei mir geht's hier auch hoch. Ja, da ist eine Tür, Jusen, hier hinten, oder? Ich glaube, ja. Ja, das ist eine Wand, die man da, glaube ich, aufschlagen kann. Entweder Wand oder unten. Aber erstmal geht Alex nach unten. Aber kann sein, Jusen, dass du kurzzeitig, wenn du die Wand aufprügeln willst, dass du den Hammer nehmen musst. Weil du macht mehr Schaden. Wo ist denn Jordin eigentlich? Immer noch, ich loote auf der anderen Seite. Der ist hochgeladen. Ach, du bist noch gar nicht. Achso. Also hier geht's hier geht's auch weiter bei mir. Da steht Riss in der Gefängnismauer. Ja, genau. Jetzt gehe ich mal da rechts hoch, um mal zu gucken, was da ist. Genau, lies mal vor, was da steht, wenn du darauf rüber hast. Ja, wir können von drei Seiten rein. Entweder Gefängnis. Was stand bei dir, Alex, nochmal? Da steht nichts. Da geht's nur weiter. Okay. Okay, also einfach nur weiter, nicht ins Gebäude, sondern weiter draußen. Ja, weiter drumrum, ja. Aber auch zum Strand unten und, Okay. Hätte ich nicht gedacht, das sah, wo ich das erste Mal vor ein paar Minuten da lang mit der Kamera bin, habe ich gedacht, na, ob man da lang kommt. 400 XP. Also, ja, 400, aber ich habe nur eine Wand angegriffen, die sieht aus wie eine Tür, aber man kommt hier nicht weiter. Nimm mal den Hammer in die Hand und greif mal damit an. Die Tür ist wahrscheinlich gegen Stichwaffen resistent oder so. Ja, sonst musst du die Tür mal untersuchen, dann siehst du es ja auch, Jusi. Okay, ja, also Alex meint, wenn man hier weitergeht. Nur bis zum Strand. Ja, da kommt man da runter, ne? Karte, also hier dann irgendwo hin. Schaden gemacht? Nee, es macht gar nichts hier. Ich glaube, das ist so eine Art Aussuchen mit Rechtsklick? Nein, gar nichts halt. Ich glaube, das ist so eine Art Ausgang am Ende. Na, was drin, Alex? Ich komme wieder nicht weiter. Ich habe erstmal die Falle entschärft. Achso, jetzt sehe ich es erst. Ja. Okay, David, kannst auch gerne nochmal gucken, wenn du nicht darfst. Pilar, guck mal. 10 bis 80 Schaden, Kettenblitz. Was denn? Die Schriftrolle.
Hast du schon im Inventar oder hast du mir schon rübergegeben? Ach so, ich dachte, du bist in meinem Stream drin. Naja, das sehe ich vom Handy nicht. Das ist ein bisschen klein, Digi. Okay, ja, jetzt habe ich sie im Inventar. Kannst du gucken. Gut, danke. Ja. Ja, das wird ein Zauberstufe 6 sein. Oh. Die schalte ich ja noch frei. Mhm. Sehr geil. Dann brauche ich den schon mal nicht skillen, wenn ich nächstes Mal skillen kann. Jo. Aber kannst du mir den bitte rüberschieben? Ich kann nichts hin und her schieben. Das ist bei mir verbuggt so. Gerade. Ich glaube, ich kann da noch. Kann ich rüber mal in meinem Inventar Sachen hin und her schieben? Darf ja, dann hast du das, hast du es gesperrt vielleicht? Hier, Pinke, und dann gehen wir durch den Riss. Was habe ich gesperrt? Du hast hier unten so in der Schnellleiste Sperren und Entsperren. Ist da dein Schloss? Genau, so ein kleines Schloss ist es. Wie so ein Fahrradschloss. Ist ganz entsperrt. Klein. Entsperrt. Ja, das Schloss ist offen. Okay. Kann nichts. Ich kann ja nicht mal meine eigenen Sachen schieben, Alex. Ja, das meinte ich ja. Das ist ja dann eigentlich, wenn er dir sperrt ist, aber. Na, dein Inventar kannst du auch sperren, da musst du auch aufpassen. Das hat Jusen auch schon mal gemacht. Ja. Ja, dann habe ich das auch. Nee, aber, das ist auch aber entsperrt. Steht doch da oben. Okay. Sperren, entsperren. Geht trotzdem nicht. Nee, ist es entsperrt. Naja, na, wenn, geht ihr nicht. Wenn ihr Tab drückt, ist sein Inventar entsperrt. Ja. Ja, hab ich doch hier. Ist entsperrt. Da ist entsperrt, alles entsperrt. Ist verbuggt gerade bei mir, Leute. Deswegen der geht kurz raus und wieder rein. Keine Ahnung. Nee, warum? Stört mich doch nicht. Ihr müsst mir auch bloß die Sachen, die für mich interessant sind, mir bitte einfach rüberschieben. Aber ist denn gerade zu schwer? Achso, Jolino oder was? Wer ist? Was bin ich? Hast du ihn gerade fett genannt oder was? Na. Fress oder nicht? Sein Einzelkampf. Warum sollen wir jetzt dir was rüberschieben, Peiler? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Weil es ein Zauber war für mich, den ich lernen soll. Und er muss mir ein Inventar schieben, damit ich ihn lernen kann. Und okay, ich kann wer? Ihn gerade. Ich... Oh, na, Alex! Ist doch schon so. Alles passiert, Jusen. Okay, okay. Na, warum ist das jetzt so ein Gesprächsthema? Verstehe ich nicht mehr jetzt alles schon. Du hast ja, ihn dreimal nachgefragt, hast die ja. Nase. Also. Jetzt bin ich wieder schuld, oder was? Ja. Ja, na, sowieso. Dienstag. Klar. So, was ist jetzt? Aber, kommen wir da jetzt durch die Wand oder nicht? Nee. Ja, heute ist Dienstag, dann ja, heute ist Dienstag, ja. Deswegen, du bist schuld, also... Okay, ich dachte, heute wird Donnerstag, sorry. Wo lebst du denn? Na, in der Vergangenheit oder Zukunft, man weiß es nicht. Ist da mir noch mal eine Minute oder muss ich gleich... Eine Minute gehen wir dir los, Alex guckt sich den oben erstmal kurz an. Genau. Und sonst die ich auch nochmal auf Klo und dann können wir uns ja entscheiden, ob wir erst runter zum Strand gehen, wo Alex war, ob wir im Keller gehen, in Keller, in den, durchs Gefängnis, durchs Keller rein, keine Ahnung, oder oben, wenn wir es aufkriegen. So. Ich kann die... Bibi-Pause. Bei mir ist die Wand hier gar nicht... Die Wand können wir auch nicht angreifen, wir vermuten, dass wir da irgendwie rauskommen. Weißt du, dass es quasi so ein Ausgang ist? Wahrnehmungsprobe oder so war ja hier jetzt auch nicht, wa? Nee. Dass wir irgendwie einen Knopf oder einen Schalter oder sowas noch finden? Ist mir jetzt auch nichts aufgefallen. Aber ja, würde Sinn ergeben, dass man da irgendwie rauskommt. Weißt du, wenn wir unten reingehen, dann laufen wir da 1-2 Etagen nach oben, dann sind wir da. Hm. Auf dem Weg wieder raus. Dass das irgendein Geheimgang ist oder so vom... Weil Gefängnis ist das ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ja, anscheinend müssen wir da rumlaufen, wo ich da war. Dann war jetzt hier nur ein bisschen looten. Unten am Strand war... Achso, da habt ihr jetzt nur die Kiste mitgenommen. Ja, unten am... Genau, da habe ich den Kettenblitz gerade gefunden für Peiler. Na, dann kommt mal mit. Dann gucken wir mal da drüben. Na, Peiler ist gerade nicht da. Ja, wir können ja schon mal gucken. Nee, gucken kostet. Nur gucken, nicht anfassen. Nee, was? Ja, also anfassen kostet, nicht gucken, okay. Jusen, bei dir kostet alles. Ich weiß. Ich passe auf Peiler auf. Mhm. Macht das. Geh mal ich gucken, bin mit Jolien und versuch auf ihn aufzupassen. Wir haben die gleiche Hautfarbe. Wir müssen aufeinander aufpassen. Wir sind beide lila.
Okay, also hier geht's dann anscheinend hoch. Bei mir. Ich habe hier eine Leiter gefunden und so eine Wurzel. Aber es geht doch runter. Ja. Wollten wir erstmal den Pilz hier hinten mitnehmen. Kann ich den Pilz nicht nehmen? Keine Pilze für Alex. Oh, nicht erreichbar. Okay. Läuft. Sammelt ja alle grundsätzlich jene Pflanzen ein, muss ich ja mal machen. Irgendwas müssen wir dich ja haben. Mhm. Kannst mir Oma dezent an der Puberze schmatzen, Junge. Kostet 65 Euro die Stunde. Hab ich. 65, krass. Ziemlich teuer geworden. Geht aber. Du warst mal falsch, Alter. Eine ganze Stunde? Als wenn du eine Stunde durchhältst, Digga. Nach einer halben Stunde bist, weißt du, ah, Kuschelmodus so. Ja, gut. Kann gut ein bisschen. Ja. Aber das war ja der Plan, Jusen, weißt du? Wenn er die Stunde nicht durchhält, dann ist umsonst. Nee, nee, der, das heißt trotzdem die Stunde, das ist ja das Problem. Nee, bei Quatsch, ja. nee, das ist nur... Doch. Ah, der ist ein Freundschaftskurs, den hab ich nicht. Freunde, Familie, Rapper. Oh, hier kann irgendwas Kleines durchkriechen. Ah, hier ist ein Mauseloch. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen, ich bin hier oben jetzt. Ja. Wo seid ihr unten? Nach unten zum Strand. Ja, ich guck gerade. Und das hier oben eigentlich viel cooler. Bist denn du? Na, hier oben bei der Doppeltür. Ja, genau. Da sind wir nicht lang. Ja, da war noch ein Drachen-Eigpilz, aber da komme ich nicht ran. Ach nee. Ja. Es ist immer wieder erstaunlich, wie wir dieselben Gespräche fünfmal führen, nur weil irgendjemand nicht aufpasst. Nein, ich muss kommen, da kam ich auch nicht ran. Ja, ja. Hätte er sein können, dass ich längere Arme habe als du. Deiner Wicht. Verwandle dich mal in deine kleine Kötelkatze und geh da mal den Abfluss hoch. Kann ich nicht. Ich sollte mich ja zurückverwandeln, weil ich ja die Leute so verschrecke. Ja, hast besser du ja ist auch. Das. Ja, und haben wir es geschafft? Nö. Voll umsonst. Nee, ja, das ist ja auch mal besser. Wir haben schon in Panik versetzt. Eigentlich ist es alles deine Schuld. Wir hätten locker flockig durchkommen können. Ja, ist klar. Aber deine Stadt hat einfach alles versaut. Ja, dadurch haben wir eine Schwierigkeit von 30 gehabt, nur weil wir dich dabei hatten. Ja, sonst hätten wir gerade mal 10 oder sowas gehabt. Ist okay. So, gehst du da mal weg da vor den Pflanzen oder gehst du wieder hoch, bitte? Nein, ich bleib jetzt hier. Blätter da, springt halt hoch. Ja, wo ist? Ja, siehst du? Kannst du ja auch mal bewegen. Mann. Jetzt laufen wir doch nach oben oder was? Ist ja, das zu langweilig da unten mit Jusen oder wer oder what? Na, da unten geht's nicht weiter, da ist nur so ein Mäuseloch. Ah, jetzt. Ja, hätte ich euch auch so sagen sollen. Warum sollte ich nach unten kommen? Du sollst ja nicht nach unten kommen. Ja, ist klar. Du sollst nur nicht weitergehen nach da oben. Na, ich war da oben an der Tür, Mensch, da kann man doch nicht weitergehen. Wir müssen jetzt erstmal auf Peiler warten. Ja, ist das meine Schuld oder was? Naja, ja, so wie wir letztes Mal auf dich gewartet haben, ja. Ja. Du ja so erfolgreich eingeschlafen bist. Ey, ich hab den Stream geguckt, so lange habt ihr auch nicht gewartet. Außer haben wir dann wieder... Was, wir haben mindestens 20 Minuten gewartet, jetzt hör mal auf, Alter. Wir dachten, irgendwas Schlimmes ist passiert, Alter, wir haben uns Sorgen gemacht. Der Dank ist diese Verachtung jetzt, das ist frech. Ich muss erstmal zu euch kommen. Ja, dann macht das. Mann. Ah, ihr seid ein Haufen, ey. Ich weiß gar nicht mal, wo ihr lang gesaufen seid. Ihr seid hochgeklettert und da. Das ist doch unglaublich. Nee, so tue ich wo seid mir ihr lang? Wo seid ihr lang gelaufen? Wir sind falsche Richtung an der Seite. Okay.
Wo gehst du denn hier lang? Achso. Ich hab einen Schulabschluss, holt mich hier raus. Ah, ihr seid hochgeklettert, ne, Alter? Okay, okay. Frech, okay, okay. Ich will sie mal runterschubsen. Und dann noch weiter hoch, oder was? Okay, okay, okay. Ja, ihr rennt doch immer vor, was ist das denn meine Schuld jetzt? Nimmt hier mein Echo vor, Leute. Als wenn ich in einem fucking Wettrennen. Mal ein besseres System für meine Mützen. Ist es doch gar nicht. Okay, so. Es ist kein Wettrennen. Wir alle haben Spaß bis jetzt. Aber macht weiter so. Oh, Jusen, halt die Backen jetzt. So labern. Ich laber nicht. Du bist doch frech, frech. Versuche hier nur Euphorie zu gestalten. Okay. David und Jusen, bis Pilar da ist, ihr könnt ja mal kurz in eure Würmer da reingucken. Stimmt, die äußeren können wir jetzt, nice. Die äußeren konnten wir schon die ganze Zeit, David. Die ganz, ganz außen? Nein, also dem letzten Mal, ja. Oh, da hatten wir doch schon hingeskillt. Ja, aber ich kann das jetzt auch. Bin da. Ja, und dann kommen wir zu uns, Pilar. Ihr seid jetzt hier hochgelaufen und durch oder hinten rum? Einfach wieder komplett zurück, unter die Brücke durch und dann auf der anderen Seite hoch. Also zum Strand? Ja, nicht zum Strand, sondern dann hoch quasi. Da läufst du auf jeden Fall erstmal richtig. Muss mein Geist noch hinterherholen. Jo. Ja, weiter. Warte, musst du meinen Geist noch hinterherholen? Achso. Der stand noch oben. Genau, jetzt hier rechts hoch. Genau. Und jetzt? Links oder rechts? Nach links. Also weiter rechts. Ja, genau. Da weiter. Nicht erreichbar. Muss ich springen, oder? Mhm. Oder fliegen. Ist ja egal. Hauptsache, du kommst da rüber, ja. Hier rüber? So, okay, mein Dude muss ich hinterherholen. Weiter nach rechts, rechts weiter. Weiter geradeaus, genau, genau, genau. Da jetzt die Treppe hoch. Also die Leiter. Oh, da liegt was. Okay. Ja, da kommen wir alle nicht ran. Und dann hier die Wurzel hoch. Bam, 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 macht die Musik gleich. Sehe, können wir nochmal kurz bei den Würmern reingucken? Ja. Ich bin drinne. Wir haben ja alle fünf quasi da im inneren Kreis. Genau, die auch unterlegt sind vom Gehirn, ja. Links unten. Also da ist so ein Auge mit Zacken drumrum und dann geht's links unten weiter. Psionischer Rückschlag. Ja. Mhm. Diese Passive könnten wir eigentlich alle mitnehmen, weil die hat bis jetzt ja nur Pilar. Richtig. Aber wenn die in Zauber wirken, dann könnten wir alle diese Passive mitnehmen und dann würden wir viermal einen psionischen Rückschlag machen. Jo. Wenn jetzt ein Flächenangriff ist und wir alle vier getroffen werden, machen wir das viermal, ja. Genau. Ja. Dann machen wir das jetzt alle einmal, oder was? Naja, die Frage ist jetzt, hat jeder jetzt seinen Strang eigentlich nach außen geskillt, also bis ganz nach außen? Ja. Ich nicht, nee. Wie sieht denn das aus, wenn man ganz außen das geskillt hat? Na, guck bei mir ins Stream. Das ist unterlegt dann immer. So hast okay. Vom Gehirn aus. Gedankenheilung, das hatte ich beim letzten Mal gemacht, wenn das Grau hinterlegte, das durchgeskillte ist. Gedankenheilung? Oder ist es das Rot hinter... Nee, das ist noch nicht erlernt und Grau... Bei mir ist das Grau hinterlegt nicht zum erlernt. Beispiel nee, Glück der fernen Reiche. Das ist Grau hinterlegt vom Gehirn. Ja, bei mir muss es... Es muss Rot sein. Also Schwarz und Rot hinterlegt. Denn es ist so Gelerntes. Wo hast du denn... Ach da, Gedankenheiligtum oder was? Genau, ich müsste theoretisch hier nach hier oben noch. Für Gedankenschlag zum Beispiel. Oder halt hier hoch... Aber ich glaube, da komme ich von der anderen... Nee, bin ich nicht beim Herz das letzte Mal weitergegangen? Nee, hä?
Weiß ich nicht, Pilot. Das habe ich, genau. Und dennoch Gedankenheilung erzeugt eine magische Nexus, der alle darin erlaubt, Aktionen und Bonusaktionen beliebig auszutauschen. Okay, ne, ich glaube, dann ist es bloß das, aber das ist Stoß ein komischer oder physischer Energieschaden. Ja, ist jetzt nicht so wichtig, nö, ich brauche jetzt nicht unbedingt was. Für Usen gab es ja auch hier kaum irgendwas, was so gut war. Hohes Risiko hat mich irgendwo noch interessiert, aber sonst. Ich will es oben links, sag ich mal. Ja, dadurch machst du aber auch verwundbar gegen alle Schadensarten. Das ist, Oder halt Ausmerzen der Schwachen. Ja genau, die beiden Passiven habe ich nämlich gedacht, die könnte jeder von uns mitnehmen. Psionischer Rückschlag und Ausmerzen der Schwachen. Ja, das würde ich jetzt auch als nächstes gönnen. Was ist denn Ausmerzen der Schwachen? Wo ist denn das? Ist unten links. Auch unten, da wo du Gedankenheiligtum hattest, so ein Stück weiter rechts. So ein Gesicht mit Zacken an der rechten Seite. Ja genau. Unter dem Rückschlag. Es fehlt uns zwar noch ein Wurm, aber wir könnten aber auch rechts rüber zu Bezaubern gehen und dann psionische Dominanz. Wenn ein Zauber auf dich zielt, dessen Grad höchstens deinem Übungsbonus entspricht, kannst du deine Reaktion. Nee, rechts, ganz rechts. Er ist doch psionische Dominanz. Achso, ja, genau, aber davor müssen wir halt noch Bezaubern nehmen. Also ich müsste auf jeden Fall Bezaubern. Ja, ich auch. Dann machst du Bezaubern, ich würde ziemlich einen Rückschlag und einmal vielleicht Ausmerzen der Schwachen nehmen. Und das andere ist halt mit 18 Meter. Unten ist. Ja, aber das macht bei uns, also bei Yusen und mir keinen Sinn, weil wir keinen Übungsbonus haben im Zaubern. Ich dachte generell Übungsbonus. Ja, du brauchst ja einen Übungsbonus in der entsprechenden Übung. Ja, du musst geübt sein zumindest. Ja, du hast ja eine Übung im Täuschen, eine Übung im Überwältigen und du hast doch eine Übung im Zaubern, wenn ich das richtig weiß. Dein Übungsbonus wird deinem Attributswürfen und Rettungswürfen gegen die Fähigkeit zugefügt. Genau. In der du geübt bist. Ja, genau. Und du hast aber, du hast ja nicht wahllos Übungsbonus, wenn du auf deinen Charakterbogen gehst. Dann hast du ja da geübt in, was weiß ich. Achso, ja, gut. Na, die Frage ist ja, Jordan, was hast du denn? Hast du schon diesen psionischen Rückschlag? So, warte. Oder auch noch nicht. In deinen. So sehe ich gar nicht. Nee, habe ich noch nicht. Achso, und diesen Ausmessen von der Schwachen hast du auch noch nicht? Nee. Okay. Habe ich beide nicht. Aber das würde uns beide helfen in dem Fall. Genau, das hilft uns beiden, ja. Zumindest gegen Zauber. Die Frage, also David könnte auf jeden Fall da bezaubern und diese psionische Dominanz machen. Das wäre nicht schlecht. Pyla wahrscheinlich auch. Was? Psionische Dominanz? Bezaubern und... Aber haben wir viel zu wenig Punkte für. Macht doch erstmal alle, das war wirklich Wenn ihr jetzt erstmal nur einen verwenden würde, sage ich mal, dann hätten wir jetzt 4 als Minus. Das heißt, wenn Pyla und David bezaubern machen, würde ich sagen, ich und Charlene entscheiden, wer psionischen Rückschlag macht und wer Ausmerzen der Schwach macht. Wir können auch sagen, dass wir alle psionischen Rückschlag machen, wenn wir noch 1-2 Würmer kriegen, dann mache ich und Pyla noch bezaubern. Genau, und das ist ja das, was ich gesagt habe. Also psionischer Rückschlag und Ausmerzen der Schwachen hat jetzt ziemlich oft getriggert. Ja. Dann machen wir das erstmal jetzt. Jeder, oder? Ja. Ja. Pfeiler hatte es ja schon. Ich hab alles. Ihr macht das mal. Oh, ich hab die beiden Passiven. Ich auch. Jetzt haben wir nur noch zwei. Der hat auch schon seine gemacht. Jetzt würde ich sagen, macht ihr noch beide bezaubern. Nein, dann macht Pfeiler. Ich würde sagen, Pfeiler macht bezaubern und psionische Dominanz, weil er den höchsten Übungsgrad hat im Zaubern. Wenn er jetzt von einem Zauber getroffen wird, dann kann er den Zauber vielleicht unwirksam machen. Okay, ja. Dann verwendet Pyla jetzt die letzten David zwei macht Larven. Die nächsten dann. Genau, und die nächsten Würmer sind dann für David, weil er kann das dann vielleicht auch. Ja, tippitoppi. Dann haben wir die Würmer wenigstens mal ausgegeben und die haben Benefit.
Mach eine kurze Rast oder direkt los? Ich mach die Tür auf. Ich würde sagen, wir speichern aber nochmal kurz, damit wir das nicht alle normal machen müssen. Oh, Mensch, knackig mal. Ich bin beim ersten Mal, schuldig. Zeig mal, was deine Bockwurstfinger so drauf haben. Naja, Mensch, was glaubst du denn? So, wir sind da. So, aufpassen, vielleicht müssen wir uns gleich rausreden. Nö. Was macht ihr denn hier? Ich mach mal die Tür zu. Hey. Kannst du die Tür nicht wieder zumachen, Junge? Muss doch nicht later sehen, das Bier. Ja. Zum Bahnhof geboren. Echt jetzt? Nee, jetzt spiele ich nicht mehr mit. Okay, wo müssen wir lang? Ich bin jetzt irgendwo hier draußen bei einem Katapult. Aber hier hinter der Tür ist auf jeden Fall eine Quest. Ne, da geht's nicht weiter, ne. Na doch, hier geht's hoch, Alex. Doch, durch die Doppeltür können wir doch Leiter hoch. Du kannst doch die Doppeltür aufknacken, dann gehen wir da weiter rein. So, oder? Ja, aber davon da aus geht's dann nicht weiter, oder? Na doch, da ist auf jeden Fall die Quest. Wer ist den nicht gesehen? Aber so, hier bei mir ist auf jeden Fall die Quest. Ja, Jusen, darum ging's jetzt überhaupt gar nicht. Bei dir. Jusen, wo ist die Quest? Na hier, hinter der Tür. Ah ja, okay. Doch, hier geht's dann hoch, ja. Okay. Geht's da hinten durch die Tür? Ja, kann man gar nicht durch. Schade. Geht's da yes, hin, Alex? Das müsste halt aufgeknackt werden. Ja, doch, also hier kann man auf. Hier kann man noch looten alles. Scheint. Warte. Hier ist ein Saat voller Leute, ich seh's gerade, ja. Ich bin der Cutscene. Hä, wo bin ich denn hingelaufen? Du stehst hier draußen bei uns. Ja, dieses verbotenes Gebiet, erkläre dich. Ja, bin ich auch gerade in der Scene drin. Ja, nett. Bist du ja, ich guck ja bei dir. Ja. Ja, aber ich bin Alter, wie viel wollen die haben? Okay, krass. 8500? Ja, oder 2140. Da läuft einer. Angreifen. Ja, du darfst. Nee, jetzt haben sie mich auch erwischt, glaube ich, oder? Ja. Was wollen wir nehmen? Aber ich bin doch da unten, da warte doch schon. Nein, du bist bei mir gewesen. Alter. Okay. Ich hab also die Tür geöffnet, aber wollen wir was in der Cut ziehen. Okay. Du hast die Tür geöffnet. Ja, da ich kommt noch einer. Geöffnet. Kommt noch ein Stahlwächter. Naja, die haben mich schon gesehen, Alex. Nice. Soll ich mich hier rausreden oder soll ich so versuchen zu überzeugen? Ne, wir kämpfen hier gerade. Schon. Ja, der Kampf wird nichts. Nee. Brauchst du gar nicht versuchen, Alter. Also Neuland. Drei Leute mit über 200 Leben. Ja, ich würde Neuland vorschlagen. Die Stahlwächter, die sind schon krass. Achso, ne, nur neun. Okay, der wird täuschen, okay. Kicker, Dicker. Okay. Okay, erstmal kackt. Also Neuland oder wieder was? Ich würde sagen für Neuland, ja. Alter, ich mache an die gar keinen Damage. Okay. Okay, wir müssen jetzt überlegen, wo wir langlaufen. Neuland und überlegen, wo wir langlaufen. Wir hatten gerade zwei Wege. Okay, David, mach doch mal. Oh, wieder verkackt, gut. Meinst du nicht, dass wir die drei packen hier? Ihr schon, aber wir haben. Notfall schon, aber das ist alles blöd. Wir dürfen nicht entdeckt werden, wenn wir das hier jetzt machen. Aber wir müssen eher schnurstracks zur Mission, anstatt zu gucken, ob wir irgendwo anders langkommen oder looten können. Ja, dann machen wir das nochmal. Oder wir müssen Alter. Mal dran denken, dass. Ja, okay. Ja, jetzt sind wir im Kampf. Oh mein Gott. Dann denken, dass wir alle 15 Minuten oder alle 15 Minuten, alle 5 Minuten speichern. Die Frage ist, wo wir jetzt erstmal gesammelt langlaufen. Eure Richtung oder hier waren gerade auch eine ganze Menge Gegner, wo wir hätten kämpfen können. Ja, da unten, wo wir noch gerade waren, da waren noch drei Türen. Durch welche seid ihr denn jetzt hier von den dreien? Das große Doppeltor oder die beiden kleinen? An der langen Wand. An der langen Wand, ganz rechts. Nicht. Okay. Ich bin zu euch gelaufen, noch irgendwo war ich im Gespräch. Machen wir es nochmal, bleiben wir jetzt zusammen. Warte, ich würde erstmal gucken. Alex, hast du so ein Blutdurst-Elixier noch für mich? Weil ich hab. Wir haben auch 7 Tränke der Geschwindigkeit. Kann aber ich hab noch 3, du kannst gerne einen nehmen davon. Nee, dann würde ich den Trank der Geschwindigkeit nehmen. Davon haben wir 7 Stück. Mhm. Und den? Aber das ist nur ein Trank, ne? Das ist kein Elixier. Richtig, du kannst doch das Elixier jetzt nehmen.
Ah, okay. Es gibt einen Unterschied zwischen Trank und Elixier. Ja, habe ich gerade gefehlt, ja. Trank kurz, Elixier lang. Obwohl ich gemerkt habe, bei den arkanen Elixieren, wo ich Zauberplätze dazu kriege, die kann ich auch hintereinander trinken. Das ist egal. Dann kriege ich einen Zauberplatz Stufe 3, einen Stufe 2, einen Stufe 1 dazu, die kann ich hintereinander hauen, die Elixiere. Das wäre ja auch schwachsinnig. Gibt da bloß einen Platz dazu. Ja. Das ist der einzige Unterschied, der mir jetzt aufgefallen ist. Wollen wir durchgehen oder was? Hättest dich ja auch mit Unsichtbarkeit wie Bilbo Beutlin reinschleichen können. Achso, da wollen wir jetzt auf jeden Fall kämpfen? Weil ich ja, auch noch kämpfen meine... Ja, aber wo? Ist die Frage. Was? Warum? Echt? Wir wollen die alle platt machen? Ne, entweder die hier unten oder da, wo ihr lang gelaufen seid. Ja. Wo kommt denn die Olle jetzt her auf einmal? Meine, die läuft hier vorhin schon durchgelaufen. Ja, die macht nichts. Weil ich könnte meine Viecher noch vorher spawnen halt. Aber wenn wir springen müssen oder so ein Quatsch, dann sind die schon wieder scheiße. Deswegen, seid ihr gesprungen auf eurem Weg? Ja. Ja gut, dann laufen wir jetzt eurem Weg lang, spring ein bisschen und dann kannst du die Viecher spawnen. Echt, oder wir greifen mich hier direkt an. Kämpfen, ja? Ja, weil da... Ja, die Tür habt ihr jetzt nicht genommen, ihr habt nur die Tür genommen, wo Alex jetzt vorsteht. Genau. Wo geht's denn hier lang? Ja, hier kommst du aber nicht durch. Dieselbe Tür. Doch, einfach Tür öffnen. Nee, kommst du nicht. Doch, ich hab's doch geschafft. Naja, dann machst du auf. Wirst du gleich sehen. Okay. So, und jetzt, Susan, kriegst du sie auf? Ich bin vorhin, ich hab die einfach geöffnet. Wo ihr da unterwegs wart, hab ich die einfach geöffnet. Dann öffne ich jetzt die Tür. Oh, das geht. Ja. Ah, okay. Siehst du, jetzt ist auch offen. Ich hab einfach auf die andere Seite geklickt. Und hier sind viele Gegner gleich. Na, noch nicht. Dann lass durchgehen. Solange es geht. Bin eine Cutscene. Ja, jetzt, ja. Nice. Die sind mitten im Königsraum. Eins, oder? War noch nicht so weit. Das sehe ich nicht. Ich verstehe, ich werde ganz brav sein. Ich nehme keine Befehle vom Metallhaufen entgegen. Kampfbereit machen. Ich werde betreten. Du musst nicht alles vorlesen, Jusen. Ich war doch nicht da, ich war nur vorlesen. Ja, aber bei mir läuft das ja auch und dann hört man nicht, was gesagt wird. Man kann es zwar natürlich lesen, aber. Ich hab's übersetzt in dem Fall. Okay, Charlene sagt das, ich sag das. Pyderus, was sagst du? Okay. Wenn wir schon unseren Kampf begeben, können wir auch noch kackendreist sein. I must greet a most honored guest. My friend, forgive the cold welcome. My steel watchers are eager watchdogs for the good of the people. I'm sure you understand. Das ist so freundlich, okay? Lord Enver Gortash at your service. Oh Mann, wie hieß dieser Zauberer? Aber wo ist Pyleros eigentlich? Pyleros sehe ich gar nicht. Ich bin nicht mit reingelaufen. Ich stehe noch draußen. You know, it takes all three to control the brain. Without Thorms, it's become vexingly willful. Mann, wie heißt denn dieser Zauberer aus Las Vegas mit den langen schwarzen Haaren, der immer Lederhosen getragen hat? Mein Freak hier. Wie heißt er denn? An den erinnert er mich. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire. Uri Geller. If we're lucky, we'll become slaves. Komm nicht auf den Namen. Well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided if you and I come to an understanding. Together, we can still restore authority over the brain. Of course. David Copperfield always did have an eye for opportunity. Welche Art? There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketherick gone, Orin proved treacherous.
Baals chosen once the Netherstones. Wir sind die einzigen, die mit so schwarzen Adern am ganzen Körper rumrennen und keiner sagt was, ne? Your blood and mine are of particular interest to her. Ah, wir haben noch einen Kater von letzten, von gestern. Wir werden einfach nur mächtiger. Wir haben keine Ahnung, Leute. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all three Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin, you take her stone, you bring it here. So the three are united. Ich mag den auch nicht. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods, we rule as the absolute. Ja, der ist schon ein bisschen krass. Wach besessen. Gruselig. Ich mag das. Lass angreifen. This alliance could serve us well. And if it does not. Guck mal, wie er sich freut. Hä? Wie unser Wurm sagt, so bis jetzt klingt es eigentlich ganz gut. Also. Naja, für einen großen Kampf, wenn da wirklich ein großer Kampf kommt, die mit der Maschinen zu haben, die Maschinen sind. Kick it! Mach Motiv erkennen, zeig's mir, dass er gut ist. Hast du gerade nicht gelesen oder gehört, was er gesagt hat? Er sieht keine Täuschung, ja. Und ich richtig, sehe auch er hat da nicht, keine Täuschung gesehen und dann passt das doch. Wir machen das doch mehr oder weniger nur für ihn. Nee, ich weiß nicht. Der Typ ist mir suspekt. Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you. Okay, mit Detailen. Aber du wirst es ja alles behalten. Also nee, ist das ein Gegner? Ja, es wäre ein starker Verbündeter. Ich weiß auch gar nicht, ob der Endkampf, ob man so viele Verbündete überhaupt braucht. Oder ob man auch sagen kann, ey, Alter, das schafft man auch als Viererteam alleine. Ich weiß es ja nicht. Ja, aber die Frage ist, wenn wir beim Endkampf sind und zu wenig Verbündete haben, was machen wir dann? Ja, wahrscheinlich. Naja, dann werden wir ein Ende haben, wo wir alle tot sind. Es gibt ja mehrere Enden. Also ich finde ihn sympathisch. Ich würde ihn mitnehmen. Naja, okay. David, du darfst. Hast meine Stimme. Ich denke. I, Lord Enver Gortash, swear, I shall do you no harm. We will rise together. Und ohne Witz, wenn er nach dem großen Kampf noch von hinten kommen sollte und mit seinen restlichen Leuten uns nochmal angreifen will, naja, dann ficken wir halt richtig. Sind wir extra gebumst, ja. Dann töten wir ihn zweimal, Junge. Dann können wir immer noch vor den Endkampf zurückladen und wieder zurücklaufen und ihn umbringen. Stimmt, anderer Spielstein, schnell killen wir dann mal. Den Zurück in die Zukunft Adolf Hitler Move, ja. Ich bin traurig, es gibt keinen Kampf. Ich will kämpfen. Naja, können wir doch gleich bestimmt noch usen. Komm hier, sechstens. Dann haben wir einen Kampf. Orin is elusive, shall we say. The grip of the steel watch may be tight, but sand still slips through. Oh nein, der Sandtyp von Spider-Man. Best resolved. Ja. Oder One Piece, der Alter. Sandman. Obedient and Mr. Crocodile wäre noch ein größeres Problem, also da hätten wir gar keine Chance, dann wären wir eh alle tot. Aber pro Tod, fünftens. Oder Smoker. Wie willst du den greifen? Fünftens. Den würde ich einfach eininhalieren. Fünftens. Macht Yuzen ein bisschen seinen Tatendrang an, dann hat er Haki und dann kann er alle töten. Richtig. Soll ich mal beeilen, ich muss auf Klo. Jedoch.
Platz. Wie gesagt, du hättest einfach die schon angreifen machen können. Schnauze, Josen, du bist ein, was war ein Paladin? Was ist aus dir geworden? Ein Einbrecher, also fick dich. Ja, er ist vom Paladin zum Krieger. EQ 120 und jetzt EQ 60. Wurde halt irgendwie. Ja, hat sich mit der dunklen Seite angefreundet. Naja, mach mal einstellig draus. Okay. Vielleicht eine 5. Durch die Larve. It's not. But it will not follow new orders unless the Netherstones are united to give the command. When it finishes ich bekämpfe, das ist mein Charakter. Und da ich in der Cutscene mit drinne bin, darf ich auch reden. Ich verwandle dich gleich in einen Hasen. Jetzt bin ich immer noch ein Halborg mit einer fetten Axt. Geh doch mit deinem Dreizack einfach ins Meer und fick irgendwelche Fische, Junge. Cooler Fisch. Frühstück hatte ich schon, was soll das? Bringt ja nichts. Oh, Leute. Formed by Merkel's general, Catherine Thorne. In such circumstances, people. You are soon to witness the people. Komm, lass mir jetzt angreifen, Typen. Ziemlich arrogant, oder Typen. Aber die Maschinen sind nicht schlecht, die er hat. Die sind schon heftig. Ja, denn hier drittens. Soon. First, come and be witness, as I make history. Da macht er einen Heiratsantrag, der hohen Bock. Ich hab keine Rente an deinen scheiß Schmerzzeremonie. Then allow me to peek it for you. Your brain twists and stretches. Oh, du dein scheiß Brain, David, Alter. Auch hier mit diesen komischen Viechern, warum? David, er war ungünstig. And you will show due respect. Gut, David hat sich verdient. Okay, Alter, wenn es nicht anders geht. Ich bin gleich wieder da. I will heed your call. A new chapter begins. Schönes Schwert hat er. Ganz schön groß. Ja, aber ist nichts wert, ist nur Alufolie. Jetzt sieht dir die prüfte Auge hin, auch das eine, was du noch hast, was gut funktioniert. Ja. Glaub mir. I swear. Man sagt, Leute mit schwarzen Haaren, komplett fast schwarzen Klamotten, sind nie gute Leute. Das finde ich ein bisschen diskriminierend irgendwie. Willst du sagen, Morpheus ist kein guter? I swear. Aber der hat ja nicht nur dauerhaft schwarz getragen. Außerdem hat er keine schwarzen Haare. Morpheus hat gar keine Haare. Deswegen, ja, siehst du? Aber Neo? Alter, auf Einspruch vorbereiten. Los, lass auf Einspruch vorbereiten. John Wick? Retenz? Und lass Blade war ein, auch ein Böser? Blade hat aber gar nichts mit... Besser Pilot hat gesagt, alle die komplett... Nee, Pilot hat gesagt, man denkt, alle die... Man denkt erstmal, ja. Sind. Man denkt erstmal, die sind böse. Ach. Aber du hast gesagt, alle die Schwarzen, den kann man, die sind meistens böse. Ja, genau, weil man halt denkt, dass sie meistens böse sind. Also. Ich hab jetzt den Nick, ich weiß nicht, worum es ging. Okay. Das ist ein sinnloses Gespräch, danke. Ja. Aber der lacht schon ein bisschen böse. Ja, der ist so ein König. Let its blade fall on any who would diminish our city. And okay. You, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty. Aber er... Lass angreifen. Das, was ich gerade überlege, ist, er will ja auf jeden Fall nicht, dass das Gehirn stirbt, ne? Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, er sagt auch so, ja, warum sollen wir die Macht von dem Gehirn nicht nutzen? Richtig, und weil wir jetzt eh im Moment so gespielt haben, dass wir die Macht ja nutzen wollen, hätten wir uns ja beim letzten oder vorletzten Mal sonst gegen entscheiden müssen. Dann könnten wir jetzt nicht fliegen. Richtig und so. Also spielen wir ja eigentlich das Spiel trotzdem so, dass wir das erhalten wollen, oder? Sind wir uns ja, da alle einig, oder? Ja, ich würde die Macht ja nicht mal nutzen, Alex. Aber ich will jetzt nicht alle von jedem die Türen übernehmen. Ich hab meinen Platz schon mal eingenommen. Ja, ich komm. Den Thron, ja. Kann man sich irgendwie hinknien? Nee, ne? Doch, schleichen. Warte mal.
Ich würde mal kurz speichern, ehe wir die ganze Tortur nochmal machen müssen. Ja, speichern mal und wo lang? Warum bleibt er nicht hocken? Schade. Es sind zu viele, die dich entdecken. Wo lang, Leute? Ja, gute Frage. Na, jetzt sind wir ja hier in der Festung drin. Lass mal hier so einen Stahlwächter angreifen. Würde erstmal. Ja, hier gibt's ja zig Leute, mit denen man reden kann. Aber haben wir die Energie und die Lust dafür? Nein. Wir wollen ja ein bisschen Action auch. Ich will weiter und kämpfen. Was müssen wir denn hier als nächstes tun? Haben wir mit ihm Checo schon nicht gesprochen oder müssen wir mit ihm Checo nochmal sprechen? This area is restricted under orders of Lord Enver Gortash. Ja, aber ich glaube, wenn wir mit ihm, gekämpft hätten, hätten wir keine guten Chancen gehabt, mit viele hier rumlaufen. Ja, hätten wir alle weggekillt, halt kein Ding. Nee, irgendwann wären mir Zaubersprüche und alles ausgegangen. Quatsch, Leute, was ist für eine Einstellung? Nein! Hier laufen 206er rum. Und da laufen ja andere Typen noch, die haben alle nur 6. Ah, fick dich, okay. Ja, aber wo müssen wir denn lang? Ne, wir haben noch hier eine Quest, was heißt das? Stelle Fürst Gutschein. Naja. Also müssen wir den Fürst suchen oder wieder was? Ne, ich hab seine Kammer schon gefunden, das ist so kleine schwarze Viereck da auf der linken Seite. Das kleine schwarze Viereck auf der linken Seite. Ja. Wo ist denn da kleines schwarzes Viereck? Naja, wenn du hier die Karte ein bisschen aufdeckst, dann ist da ein kleines schwarzes Viereck. Das ist die Kammer da drüben links. Bist du denn hinter mir, bist du? Und müssen wir da jetzt hier wieder rausgehen? Ja, ich denke mal, wir müssen. Achso, jetzt kommen wir hier runter, okay. Oh, da ist auch noch. Okay, hier ist eine ganze Menge. Also, sind cool mit uns. Und erstmal alle. Ja, man könnte mit denen jetzt wirklich mit allen reden, weißt du, aber wie lange man hier sitzt, bis wir mit den allen gesprochen haben, vergehen hier 2 Stunden oder so, Alter. Ja. Also, ich liebe das Spiel auch zwar dafür, aber. Das ist mir jetzt einfach ein bisschen viel. Wir müssen ja jetzt nicht mit allen reden. Wenn denn, spielt das noch selber durch. Man kann das Spiel eh so oft durchspielen. Man kann hier nicht alles erleben und mit jedem gequatscht haben. Und wenn man das doch schafft... Nee, ich glaube, das geht ja nicht. Ach, aber so, manche hier bringt man ja automatisch. Okay, das kleine Viereck ist das quasi unten. Okay. Was sagt sie jetzt eigentlich, wenn wir vorne rausgehen und ihr sagen, dass wir reingekommen sind? Okay, dann gehen wir in den neuen Stadtteil rüber, oder? Also auf der anderen Seeseite hier, nee, ist ja auch nochmal eine kleine Stadt. Ja, aber hier müssen wir durch die Tür gehen, dann kommt die nächste Sache. Okay. Ja, okay. Ja, stimmt, hier ist die nächste Stadt. Das ist wirklich links, rechts eine Stadt und in der Mitte auf dem Felsbrocken ist so gesagt der König, die Burg. Das wollte ich sagen. Die Abstände werden kürzer. Wie das hier vibriert, müsste doch alles einstürzen, oder? Naja, das ist unser... Ich habe hier erstmal einen Wegpunkt entdeckt. Ja, da dachte ich eigentlich, geht's weiter. Hm? Da dachte ich eigentlich, geht's weiter, weil hier der Questpunkt ist, aber dann ist es immer noch oben. War ja so mehr oder weniger das Dorf, da haben wir ja unten sogar noch die Ecke vergessen und hier oben kommt ein neues Dorf, also schon nicht ohne. Hier geht's nicht weiter, wa? Hm, ich habe keine Ahnung. Zeit. Mal gucken, was du sagst. Okay, einfach weitergehen. Ich weiß schon, warum ich Vorurteile gegen rothaarige Zauberer habe.
Oh ne. Und wie komme ich hier wieder raus? Einfach annehmen drücken? Okay. Dann kommt man also ins nächste Gebiet. Ich schalte mal die Waffenkammer frei für uns, ne? So, kannst du mal reingehen und gucken. Okay, ich kann in die Waffenkammer von der ganzen Festung hier reingucken. Mal gucken, was die so hat. Also auf jeden Fall 1700 Gold. Ist es legal, da reinzugucken oder soll ich lieber speichern? Ist schon zu spät. Ja, ich kann doch jetzt auch nochmal speichern, bevor du da... Ist schon zu spät, ich hab die ja schon getäuscht. Es gibt ja ein Bevor mehr. Er ist schon drin. Aber dolle Sachen hat die nicht. Die hat nur ziemlich viel Kohle. Wenn er wollt, können wir mal... Na gut, dann verkaufen wir ein bisschen. Dann muss ich nochmal ins Lager, dann hole ich den ganzen Lagerscheiß noch, ja Alex? Mach das ja. Dann haut mir schon mal alle drin. Oh Mann, das ist ja ein anderes Lager. Wo sind unsere Truhen? Ah, hier vorne. Okay. Dann kann ich schon mal... Kann ich mal die ganzen Bücher lesen. Wie in einem kleinen Dorf unser Lager jetzt, Leute. Oh, ich wollte gar nicht alles nehmen. Nö, ich hatte wohl schon aussortiert, wie es aussieht. Können wir mal verkaufen. Donnerwellenring, braucht man den unbedingt? What is it this time? Gut. Minus 39. Aber wir werden ja jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen öfter verkaufen, wa? Bei der Typie da. Soll ich die erstmal auf unsere Seite bringen? Also, dass wir da Rabatt kriegen? Zu gerne versuchen, Digga. Na, wir wollten ja eh, dass der bei uns erstmal verbündet ist, also warum nicht? Ein Zauberwirkmodifikator hinzu. Na, die behalten wir erstmal. Okay, das kann sich Alex oder ein anderer durchlesen. Für mich auch interessant. Das können wir verkaufen. Okay. Den Rest lassen wir erstmal drin und den Rest packe ich gleich Alex rüber, wenn ich wieder aus dem Lager raus bin. Jetzt kann ich wieder Sachen hin und her packen. Ist du schon wieder voll, Alex? Kann sein. Wieder nichts rüberziehen. Warte. Boah! Alter, wie viel Gold muss man denn da? Was ist denn boah? Na, ich hatte jetzt fast 200 Gold drinne. Als Sympathie. Und wir haben jetzt für 200 Gold 8 Sympathie gekriegt. Oh, das ist doch super, Alter. Naja, so viel wart jetzt nicht. Okay, also wenig. Ja, ist auch noch wenig. Eher so ein nee, ist auch noch wenig. Deal. Ja, Alex, habt ihr alle die eben, was bei mir blöd rumlag? Kann dir das von David noch rüberpacken, wenn du magst.
Wo drin? Da müsstest du alles haben von uns. Dann hier noch mal kurz pinkeln. Mal schnell ein Zigarettchen rufen und dann können wir ja mal weitermachen. Mhm. Na gut. Haben wir jetzt ein bisschen Sympathie bei dir. Guck. Und wir sind alle wieder leer. Ist ja auch gut. Ist wichtig. Jo, Leute, dann warten wir mal hier auf die anderen. Wo soll ich mich hin bewegen? Mal weiter über die Brücke hier, oder nicht? Wo weit denn hier oben? Soll ich immer so einen Schnellwächter angreifen? Darf ich? Mach doch. Soll ich es mal speichern? Mhm. Schadet nie. Ich bin bei Schach Shaolin. Wie sehen denn eure Zauber aus? Also bei dir, David? Ich bin alles voll. Alles voll? Mhm. Ich glaube bei mir auch, ja. Oh, nice. Also ich könnte auch gut Damage machen. Ich kann meine beiden Kreaturen nochmal beschwören. Oh. Er macht das lieber jetzt schon. Nee. Boah, nee. Ja, stimmt, wegen Angst und so. Nee, lass mal. Wir sollten einfach nur öfter speichern. Wenn wir jetzt hier in irgendeinen krassen Kampf geraten oder so, dann können wir ja nochmal laden. Und dann kann er ja seine Viecher kurz davor beschwören, dann wissen wir es ja. Aber jetzt so unnötig durch die Stadt will ich jetzt nicht rennen mit den Kreaturen, ne? Du machst den Leuten Angst, David, mit deiner Erscheinung. Ich kann euch beide nicht schubsen. Ja, warum willst du uns denn auch schubsen, Alter? Warum nicht? Aber ich guck mal, ob ich dich schubsen kann, oder Kratz? Du schubst doch so gerne. Könnte ich dich schubsen? Ja. Also ich schubs dich, Digga. Kickst du, ne? Schild der Diener kannst du aber auch einsetzen, Husen. Schild der Diener?
Kriegst du temporär 10 Punkte. Obwohl, nee, du kannst dir ja auch so 10 Punkte geben, dann wär's, glaube ich, bei Alex ganz sinnvoll. Was? Na, ich kann dir ein Schild, also temporär 10 Trefferpunkte geben. Kriegst ja so nicht temporär irgendwo welche andere her, war? Doch, wenn ich mit meinem mit meinem zweiten Dolch einen Crit mache, dann kriege ich 10 Trefferpunkte dazu. Achso, na gut, dann könnten wir das Pfeiler geben. Jo. Pfeiler müsste doch mal seinen Beistand aktivieren von seinem Schild. Ich kann nicht schubsen. Hat jetzt die ganze Zeit ohne seinen Beistand gekämpft. Da kriegt er, glaube ich, auch nochmal 10 Trefferpunkte dazu. Alter, krass, der kann ich auch nicht schubsen. Ich kann nur dich schubsen. Alter, der kann mich schubsen. Wie frech ist das denn? Ja, das muss halt ein Schwächling. Und wenn ich meinen Trank trinken würde, könnte ich euch auch wahrscheinlich auch schubsen. Aber ich überlege, ob ich den jetzt trinke. Also wenn wir jetzt alle voll sind. Ja, auch willst du schubsen, Alter. Pyler, wir sehen mal deine Zauberplätze aus. Sind die bei dir auch alle voll jetzt? Nein. Nicht. Bei Alex steht besonders 0%. Na, Charlene kann ich auch simpel schubsen, das ist kein Ding. Wie viele Zauber hast du noch, Pyler? Aber warum kann ich dich nicht schubsen? Stufe 2 habe ich noch 3 von 4, Stufe 3 habe ich 3 von 3, Stufe 4 habe ich gar keinen, Stufe 5 habe ich einen. Und Stufe 1 habe ich dort noch 5, aber da benutze ich ja meist Zauberstabsprüche, damit ich da gar keine verbrauche. Also das heißt, wir werden demnächst erstmal keine lange Rast machen, oder? Ja, aber Stufe 4 geht nicht. Also Stufe 4 ist alles, was mit meinen Dudes hier beschwören ist. Solange wie der Feuer-Dude durchhält, ist doch alles gut, oder? Ja. Naja, auch so. Also mit deinen Stufe 2 und 3. Ich kann mir keine Zauberplätze mehr hinzuholen. Also meine extra Bonusplätze und Tränke habe ich schon verbraucht. Ja. Also ich habe ja einmal hier durch dich die Kette bekommen, wo ich mir einen Zauber aussuchen kann, egal welcher Stufe. Den habe ich schon gemacht. Dann habe ich ja selber noch einen... wo ich mehrere Stufen machen kann, den habe ich schon eingelöst und halt den Trank, das Elixier. Ja, jetzt aber nochmal also, die Frage, also wir werden jetzt demnächst keine lange Rast machen müssen, oder? Also du kommst mit deinen Zauberplätzen erstmal hin. Die nächsten zwei Kämpfe denke ich schon, ja. Na gut. Trinke ich den jetzt. So, ab in die City oder was? Jo, Pyler, aber mach mal noch deinen Beistand von deinem Schild. Du müsstest irgendwo noch eine Aktion haben von deinem Schild, wo Beistand steht. Das könntest du noch wirken auf dich. Oder? Weiß ich nicht. Nee. Bin nicht bei dir drin im Stream. An meinem Schild. Ja, du hast eine Aktion von deinem Schild, das heißt Beistand. Ja. Ja. Bannzauber des dritten Grades. Das ist der hier unten. Rüstung von... Ja, genau. Agassin. Ja, genau. Mach das mal bei dich. Hä? Nee. Ja, doch, da. Doch, hab ich drin. Ja, plus 15, genau. Ah, okay. Das hätte ich die ganze Zeit schon mal machen können. Ja, genau. Ich wusste nicht, dass die dauerhaft ist. Ich habe gedacht, die ist nach 5 Zügen weg oder so. Nee. Bis zur langen Rast ist das. Ah, siehst du. Denn Leute, hätte ich schon wesentlich wie oft machen können. Jo. Wer lesen kann und so. Das ist eine andere Region, okay. Ja. Ich bin nicht durchgegangen. Wollen wir durchgehen? Ja, würde ich sagen, ne? Bleibt uns doch eine Schande übrig, hier haben wir ja alle gemacht. Die Unterschrift. Ja, und es ist ja jetzt nicht so, dass man in die Region nicht zurückkehren kann. Ja. Überladebalken. Bis jetzt läuft alles flüssig, oder?
Jo, bis jetzt ist super, würde ich sagen. Sehr gut. Stream hält durch. Bin begeistert. Und Sound? Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt auch nicht sagen im Stream. Ja, doch, ich höre alles. Also cool. Ich bin bei Charlene drin und ich höre eigentlich sein dummes Quatsch. Ja, genau, du bist endlich gar kein. Okay, wo sind wir jetzt? In der Unterstadt. Unterstadt. Da ist ein Portal auf jeden Fall erstmal. Okay. QL. Jo. Oh, müssen wir uns hier erstmal wieder umgucken, wahrscheinlich. Aber ich will kämpfen. Musst du mal bei den Quests durchgucken, Jusen, und mal schauen, ob du irgendwo eine findest, wo man kämpfen kann. Oder du musst hier jetzt einen finden, wo das geht. Was weiß ich nicht, eine Diebesgilde oder sowas. Keine Ahnung. Die sind auch Stahlwächter. Gut, dass wir uns nicht mit dem angelegt haben. Das hätte auch anders aussehen können. Heiliger. Okay. Ich schmier mir mal kurz die Brust. Auf jeden Fall, ich fühle, das ist ja ein Jahr größer. Habt ihr Gefängnisse gefunden? Hast du schon mal Auskundschaften, wo wir ausbrechen müssen? Oh, ist doch nicht der Ausgang. Oh Mann, hier geht's noch weiter. Okay, alles klar. Of course, madam. Let me just... Wir decken unsere Karte ja gegenseitig auf, oder? Ich denke, ja. Mann, hier passieren überall Situationen. Man müsste eigentlich überall stehen bleiben und quatschen. Aber die quatschen nicht mit uns. Ich versuch's ja gerade. Oh, manche Katze reden. Ich hatte gerade eine Situation, wo, glaube ich, ein Mädchen ausgeraubt wird. Da hätte ich eingreifen können. Die betteln mehrere Leute. Das ist der Hafen, okay. Also, wir überfliegen das jetzt einfach erstmal schnell, Leute. Oh. In was bin ich. Jetzt siehst du, schon bin ich in was reingeraten. Wasserbestien greifen an. Ich weiß echt nicht, wo du bist gerade. Ich bin unten Richtung Süden am Strand. Also am Wasser unten. Muss man dir helfen oder kriegst du das alleine geregelt? Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Und ich bin alleine, das andere sind... Zivilisten. Ja, ich glaube, so die Pfeile, vielleicht schaffen wir das. Haben die 2 Leben oder haben die 200 Leben? 38, 71, 38, 38, 38, 38, 38, 38. Also, Pfeiler, ich bin gleich bei dir. Ich hab uns eine Quest mal angenommen. Jo. Wir müssen eh, wie gesagt, also wir decken, glaube ich, alle gegenseitig die Karte auf, ne? Nee, nee, leider nicht. Nee. Nee? Wo du lang gelaufen bist, habe ich das nicht gesehen. Dann hätten wir ja von vornherein lieber alle zusammenbleiben sollen. Ja, ist eigentlich immer meine Devise gewesen, aber interessiert ja keinen. Na, machen wir jetzt einfach gleich danach alle Alex hinterher und dann ist gut. Ihr seid unten lang gelaufen. Bis jetzt? Ihr seht mich auf der Karte. Kann nichts mehr machen. Ah, sie ist bei dir jetzt aufgehangen, Digi? Sieht wohl so aus. Kann nichts mehr klicken. Stream läuft aber noch. Ja, Stream ja, aber Spiel. Alter, bei mir musst du irgendwas machen. Ja, ja. Dann mach das erstmal, vielleicht können wir dann weiter... Wir wollen schon mal beide alleine weitermachen, ja? Würde ich sagen. Okay für alle? Ich bin auf dem Weg nach. Wartet doch mal ganz kurz, ich bin ja gleich da. Okay. Jusen kann sich auch mal kurz entspannen. Aber könnt ihr euch wieder bewegen? Das ist die Frage. Na, David kommt und Alex versucht gerade sein Bestes.
Okay. Aber ist egal, ob er durchs Portal geht oder nicht, er kann sich nicht bewegen. Ich hänge auch fest. Da musst du, glaube ich, irgendwie. Nur, warte mal, der Modus aktiviert. Nee, rundenbasierten Modus verlassen. Ich mach mal so, könnt ihr euch jetzt bewegen? Ja, jetzt kann ich mich bewegen, ja. Ich musste meine Aktion machen. Ach so, deswegen. Jetzt muss ich warten. Der erste greift an. Hier, Pai, kommst du dir erstmal runter, ja? Ja, ja, ich muss ja eher nach da oben wieder zurück, wo du jetzt bestimmt gleich herkommst. Eine erhöhte Position. So, jetzt sind wir doch alle da. Greifen die Passanten da an, oder was? Bis jetzt nicht. Aber wer weiß, was sie machen. Er hat auch 71. Ach, das ist der 71er. Das ist der Boss hier vor mir. Kriegt der Boss gleich mal eine Feuerschelle ab. Okay, dann warte ich mal ab, was ihr so macht. Dasselbe mache ich auch, weil ich bin schon nicht was also abgesprochen. Ich würde einen Feuerball da hinten erstmal in die Ecke zaubern. Du es. Was wir machen ist Feuer anfällig? Hast du mal geguckt? Pal, du kannst nichts mehr machen, ne? Die sind gegen Feuer anfällig. Nee, warte, Feuer. Also die sind feuerresistent. Kälte und Blitz. Dafür, dass ich gerade einen Crit gemacht habe, war es ja dann ein Wunder, wa? Ach nee, du erzählst mein Feuer bei dir ist auch drunter. Du ignorierst doch die Resistenzen. Von aber Feuer. Ob mein Feuervieh das auch macht, das Blitz und Eis müssen wir machen. Eis könnte ich. Naja, ich pack noch keine dicken Attacken aus, die machen wir auch so platt. Ja, würde ich auch sagen. Also, so stark sind die alle nicht. Was soll Eis Standard macht bis zu 22, ne? Nimm mal die doch. Staudin? Was denn? Wir sind ja beide in einem Zug dran. Wer von uns beide ist als letztes dran? Immer ich. Du oder ich? Ich bin als okay. Ah, einer ist ausgerutscht. Hihi. Na, ich kann auch den vorderen Blitz machen und danach nochmal einen anderen Blitz. Oh, das ist mach. So. Mach, was du machen willst. Kleiner tot. Hast du gegrillt, Diggi? Ich habe ja auch den Effekt drauf, stimmt, wenn ich Eisattacken mache, glaube ich, ne? Mache ich mehr Flächendamage durch irgendeine Sache, die ich bei habe. Und bei Blitzattacken mache ich auch 4 Meter Flächendamage durch einen Ring oder so. Könnte man denn öfters eigentlich mal einsetzen? Also so als Standardattacken, dafür nutze ich ja wenig eigentlich. Jetzt bist du dran, Yusi. Hau rein. Okay. Den da, Yusi. Wo mein Feuergeist steht. Dem musst du Packung geben. Gibi. Aber pass auf, dass du nicht den Passanten triffst, ne? Sauber. Kamera ist voll im Genitalbereich dicht rangezoomt. Schön. Muss man gesehen haben. Hast du das nicht extra so eingestellt? nee, das sollte ich ja nicht sagen. Ich meine, nein. David! Passanten haben auch echt wenig Leben. Wenn wir das schaffen, ohne dass einer drauf geht. Was sollten wir eigentlich? Weil ich so eine gute Sympathie haben, würde ich sagen. Die Runde tatsächlich, glaube ich, auch nicht machen. Genau. Unterstadt. So doch. Unterstadt. Stadt. Stadt. Kannst du noch nach vorne laufen, Jusen? Kann ich erstmal noch ein bisschen beschießen, wie es aussieht. Ja, vielleicht eher so ein bisschen in die Richtung laufen. Okay. Dem kannst du das meiste abfangen, die haben ja eh Agro auf kann, dich, mich kann, und David. Ich kann jetzt bis auf Blut 14 in die Mitte laufen. Na, dann mach das halt noch. Ja, die haben jetzt alle Blutung drauf. Heimbäume stehen nicht, auf okay. Eis. Viel Glück, Leute. Naja, mal gucken. Da wie krass, warum kann ich das so viele Angriffe machen? Ist geil. Kritischer Fehlschlag. Fehlschlag. Ja klar, weil ich Bonze bin, Dicker. Ich glaube, die Rüstung jetzt am Anfang hat gut geholfen. Jetzt ist schon, ja. Sollen sie doch kommen, Alter. Ich habe keine Angst. Lächerlich.
Na, ausgerutscht. Ach, na toll. Oh, gefesselt. Schaulinchen und oh, 4. Na, die beiden packst du doch auch alleine, oder, Yuzi? Ja, ich denke schon. Okay. Oder jemand hilft mir, aber David, ich warte erstmal wieder. Grillt die alle? Oh, ich war gemütet. Ne, ich warte erstmal, bevor ich irgendeinen Angriff mache. Ich mach das erstmal schon. Nice, Alter. Erst die Fernkämpfer, dann die Nahkämpfer. Na, ich hab das Prinzip verstanden. Usen den vor deiner. Okay. Hab ich. Ja? Was mit dem? Alles gut. 91. Greif den 35er an. Du? Okay. Okay. Also wenn alles gut läuft, könnte ich die Runde beenden. Ja, dann gucken wir, ob du rankommst. Ja. Er steht ja hier in der Ecke. Wir haben ihn ja eingekeilt. Keiler der Keiler. Der G-Man und lange Verweiler. Der Keiler Heiler? Mhm. Keiler Heiler Verpeiler? Mhm. Oh. Fuck, ich kann. Oder? Doch. Aber ich hab nicht gekillt. Scheiße. Nö. So ja nicht getroffen. Habe ich den Gegenstand getroffen. Ja. Ja, leider. Wir müssen immer oben aufs Bild klicken. Ja, da war was im Weg, hab ich jetzt nicht so berechnet. Ja, ich kann nochmal extra Modus machen, aber das ist ja. Ja, deswegen so klick doch oben aufs Bild, dann ist doch egal, was da drin steht. Die. Alles gut. Aber klick immer aufs Bild, Digga. Er hat er sich gedacht. Ja, fesselt er mich und dann fällt er hin, Alter. Warum Ach. Gibt's Schelle? Was sind die nicht? Ja, okay, ich habe auch daneben geklickt. Ich habe nichts gesagt, Jusen. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Oh, der ist tot. Sehr schön. Will mir einer helfen? Ah, okay, ich bin rausgekommen. What are these things? Gods, thanks again for dealing with those Sawagen. You saved more than just my livelihood. David hat gerade einen Wurf verkackt. Fash mainly. The flaming. Oder habe ich das nicht richtig gesehen? Okay. Zwei Erfolge, aber ja, okay. Tempers are rising. It's clear not. Zu hübsch, du bist viel zu hübsch für ihn da, Fräulein. Ähnlichkeit, okay. Warum ist, hat die fast eine leicht grüne Hautfarbe, die Frau im roten Kleid? Das sieht voll komisch aus, Digi. Alle sagen danke. Hast du bei deinem ich habe die Belohnung bekommen. Ja. Hast du bei deinem Genossen schon mal, Alex, geguckt, was der hat? Was? Bei der ja, da habe ich schon. Der hat nur Fisch. Oh, okay. Der hat doch zwei verschiedene Augenfarben.
Der hat nur Fisch, ja. Hier ist eine Steilmauer, die man knacken aber muss. Der hat 262 Gold. Kann man den irgendwas andrehen außer Fisch? Ja, geht. Kommt mal zu mir, hier ist eine Wand. Ich speichere mal eben. Mit der wir interagieren können. Ist irgendjemand in meiner Nähe? Nein, Jusen. Weiler, ich habe zwei Zauber geklaut. Pack die mal bei dir rein. Aber warum kann ich ihn jetzt nicht verkaufen? Bin ich gerade zu dämlich? Kugel der Unverwundbarkeit. Ware verkaufen? Null. Warum null? Ich habe ihn auf Sachen reingepackt. Oh, dann fick dich. Hast du vielleicht auf Tauschen gemacht und nicht auf Verkaufen? Kann vielleicht sein, ja. Da hast du recht, kann vielleicht sein. Ja, nice, die Tür ist offen. Mal gucken. Vielleicht wie ja. Aber warte mal, Schaulinchen. Oh, Jusen, ich hab den perfekten Mann für dich gefunden. Deine Rasse? Er hat rote Haare. Ein blaues, ein türkises Hemd an und eine. Türkise Lederhose mit türkisen gesteppten Unterbeinen und ich hab mir einen Brief, aber kommt das mal her. Na komm, die wollen wir. Oder David, wir warten jetzt so lange, bis Jusen hier ist, dann verheiraten wir die. Nein, komm mal her. Kommt mal her zu uns jetzt. Okay. Hier sind Gegner, die können wir wegkillern. Ich habe hier versucht schon eine kleine freche Aktion zu machen. Aber er kommt ja nicht weiter anscheinend. Ne. Dann müssen wir ins Haus? Ja, warte, ich komme nochmal raus. Kommt mal zu mir hierher. Falschen Seite, David? Ja, ne? Ne, hier ist der. Ah, da. Nee, ist richtig. Ich hätte die Kamera bloß drehen müssen. Wir kommen. So, wir müssen hier durch die Tür. Shaolin macht da oben seine Action. Ui. Das sieht aus wie Resident Evil. Digga. Shaolin, rein oder nicht? Ich bin hier oben. Ja, Speicher. Es sieht hier so ein bisschen aus wie in Resident Evil 2, was ich mit Shah Shaolin gespielt habe. Den Treppenaufgang hier hinten. Ich mach die Tür auf, ja? Na ja, los. Ja. Okay. Ich geh rein. Hat's sie. Stab-Action. Stab. Das ist so einer von den Homies, wo wir einen Homie im Lager haben, der uns immer wiederbelebt. Ja. Yet you seek an order. I have heard the spirits whisper its name. Few books have the power to send a shiver through the living and the dead. Tell me. Mach mal ganz kurz meine Kamera aus, vielleicht gibt's hier ein schönes Thumbnail. Ja, okay. Der Runde, Alex, auf jeden Fall, da brauchen wir uns um die Thumbnails für YouTube keine Sorgen machen. Wir haben so viel mit Leuten gesprochen, da kriegt man auf jeden Fall was Gutes raus, was zum Thema passt. Hm. Ich meine, es ist ja jetzt schon mehr oder weniger zwei Folgen mindestens, die man in der Burg da gerade verbracht hat. Jetzt hier eine Folge, wo wir weitergehen und so. Wird schon. Gut. Zum Thema zurück. Okay, ich mach erstens, ja? Oh ja, ihr macht das schon. Bin gleich wieder da.
is for those who make only the shallowest ripples in death's dark pools. I inhabit the depths. Clearly, these are not waters you know how to swim in. I would hate to be the one who helps you drown. Perhaps one day the book will reveal its secrets to you. Until then, they're best left between its covers. Unless you have any other business with me, I suggest you return to the domain of the living. Oh, ich kann handeln. Ja, okay. I always have items of interest to those of a curious disposition. Und wir sehen nicht, was du hast, Digi. Schriftrolle Todeswolke. Du kannst dir grad nichts zu sagen, du. Da wäre besser, wenn Schachschaulin das macht oder ich, und dann könnte man einer von uns im Stream wenigstens gucken. Oder ihr alle. Okay, ich bin rausgegangen. Könnt ihr gerne reinquatschen. Okay. Ja, ich komme schon closer. Ja, ich finde dich auch ganz geil. Oh, okay. Wir müssen nicht kämpfen. Nee. Wir können handeln. Oh, cool. Da wärst du eigentlich der beste Vorschlag, aber Pyla ist schon drin. Pyla ist schon drin? Aber nicht mehr anscheinend. Der ist nicht mehr mit mir spricht. Oh. Na, ich bin... gucke, was er hat. Achso, du bist noch im Handel. Okay. Muss gucken, ob er irgendwas Gutes hat. Oh, okay, dann... Arkane Verzauberung. Du erhältst einen Bonus von plus 2 auf Zauberrettungs SG und Zauberangriffe. Was hat er noch? Die lilane Robe. Was macht die? Bessere Rüstung. Schädliche Pilze. Der Träger erhält einen Bonus plus 1 auf den Zauberrettungs SG, wenn er nekromantische Fäden bewirkt. So bewirkt er zusätzlich einen nekromantischen Schaden. Okay, andere Robe. Sollte die Untoten der Angst überlassen. Untote sind bei ihren Angriffswürfen gegen dich und im Nachteil, und du bist bei Rettungswürfen gegen ihre Aktion im Vorteil. Untote vertreiben. Ja, der Helm, der würde mich schon interessieren. Aber Alex kann ja mal gucken. Ich glaube, der Rest ist nichts. Oh, mein Helm aktuell ist immer noch der Billo-Helm. Der Kapuze des Gewebes, oder was? Ist der ein Bonus von plus 2? Ja. Ich hab bloß, meins ist wirklich nur plus 1 Geschicklichkeit, und der Effekt, der bringt mir rein gar nichts, weil ich nicht mit Waffen kämpfe. Oder was sagst du? Du kannst mit dem Dudo noch weitersprechen, aber wir haben das Gespräch erstmal nur aufs Handeln weitergeleitet. Ja, alles gut. Der hat auch schöne Sachen zum für Alchemie. Deswegen war ja gut, dass du nochmal drüber guckst. Aber weil Yusen gesagt hat, Zaubersprüche und so, und dann habe ich gesehen, er hat auch noch Zauberrobe und Helm und so. Ja, nochmal gucken. Ja, da muss ich aber mal kurz ins Lager, weil da haben wir nicht genug Geld für. Feel free to return. Ich habe noch 125. Reicht nicht. Bei Weitem nicht. Yusen hat 133. Reicht auch nicht. Wir brauchen 2600. Hey, David. Oh, ich habe einen Levelaufstieg. Ja, siehst du, kannst doch Sachen von Yusen verkaufen. Guck mal, der hat die Billo-Ringe aus Gold und so. Ich will mir nicht Yusen verkaufen. Ich glaube, da kriegen wir nicht so viel für. Da brauchen wir Yusen lieber. Das müssen wir noch drauf sein.
Wir haben über 24.000 oder habe ich in der Truhe. Ich kann einfach 3.000 holen und dann kann ich dir deinen Wixter kaufen. Deine Kapuze. Ich habe dir trotzdem noch ein paar Gegenstände reingepackt, die du verkaufen kannst. So ein paar Billu-Ringe und sowas. Ja. Kann ich ja machen. Ist mir jetzt genug. Ich sortiere dir das auch nach unten. So, ja, schön. An den Inventaren rumfingern. So, Kapuze ist gekauft. Kannst du dir rausnehmen? Na okay. Gut. Peiler, hast du ein Elixier gerade am Wirken? Aber Shaolin, Tränke und Pfeile kannst du auch immer kaufen, ne? Naja, bloß ja, das, wo ich mir meine zwei Zauberplätze geholt habe, aber kann ich austauschen. Okay, ich guck mal, was das macht. Mal schauen. Also wie gesagt, ich habe zwei Zauberplätze mir da, also Zauberstufe 2, einen Zauberplatz dazu gemacht mit dem Trank. Also ich kann das austauschen durch einen anderen. Obwohl es nicht ein Trank ist, sondern Elixier, sorry. Kann ich es halt nur einmal einsetzen, aber wenn ich halt ein Elixier habe Stufe 1, ein Elixier Stufe 2, 3, 4, 5, 6, ne? Zauberplätze, dann kann ich die alle mindestens einmal einsetzen, bevor ich eine lange Rast machen muss. Kann ich auch hintereinander wegdrücken. Vollkommen egal, ich kriege einfach meine Zauberplätze dazu, die ersetzen sich gegenseitig und danach kann ich dann theoretisch wieder ein Elixier draufpacken, so wie ich es vorher hatte, was halt mir einen Vorteil bringt oder mir mehr Leben gibt, ne? Oder Initiative. Also bei den Elixieren für die arkane Kultivierung ist es egal, kannst du einfach reinfeuern und kriegst deine Punkte dazu und die ersetzen sich und alles ist gut. Feel free to return. Ja. Okay. Aber wenn ich noch was trinken soll, sag Bescheid. Ja, wie gesagt, ich muss es erstmal in der Alchemie machen. Ich muss erstmal gucken, was das kann. Das Elixier. Das weiß ich eben nicht. Was ist mit dem Helm passiert? Ist das schon verkauft, den ich gerade reingeschmissen habe? Nee, ne? Ist es wieder ein Bug? Nee, jetzt ist er drin. Alles klar. Du musst meinen alten Helm reingeschmissen, den kannst du auf jeden Fall verscheuern. So, den Ginny-Ring, den kann ich gar nicht. Gucken wir mal, was wir jetzt so alchemieren können. Ansonsten könnt ihr ja schon mal oben gucken, was es da so gibt. Ja, gleich durch. Blutdurst kann ich. Okay. Ich rede aus Versehen mit einem von denen. Und jetzt lässt er mich in Ruhe. Unten, also im ersten Stock sind noch Türen. Wenn man reinkommt, geradeaus. Aber sonst nichts Interessantes. Und hier oben sind noch viele von diesen komischen Viechern, die Menschen gegessen haben, der Gegner. Okay. Die sollen runtergehen. Sagt er mir. Ja, jetzt haben sie mich angegriffen. Ich konnte ja nicht mal reagieren. Wo bist du hin? Ganz oben. Zweiter Stock. Ihr seid Erdgeschoss, ja. Erster Stock und dann weiter hoch. Ich bin bei den Peilerus. Okay. Ich kann jetzt. Ich drück weiter.
Alter, 14. Ja, mach Gelegenheitsangriff. Alter, Crit. Jo, Digga. Gib ihm. Kommt noch einer von hinten, pass auf. Der kommt auch schon. Sind die böse? Bei mir sind die nicht böse. Na, ich bin hochgegangen, er hat mir gesagt, geh runter und gleich hat er mich angegriffen. Also ich hätte nicht mal runtergehen können. Ah, ich wäre ja runtergegangen, aber... Haut gut rein, ne? Geh mal aus dem Weg. Oh, das wäre nicht schlecht. Ich stell mich mal dem anderen Dude im Weg. Ah, warte, vor dir ist noch einer, ne? Nee, mit dem Feuertypi. So. Und Yuzen ist der, der auf der Treppe steht. Ja, ich kann dich vor mir nicht nehmen. Ich kann... Oh, das ist... Okay, go down! Ja, ich hab mich angegriffen eigentlich. Hä, wo bin ich denn? Ich hab mich nach unten teleportiert. Ich hab mich durch den Boden teleportiert. Ja, du musst aufpassen, wenn die Kamera so rumglitscht, dass sie den Boden halb durchsichtig macht, dann teleportierst du dich nach unten. Ja, hab ich gesehen. Du musst immer die Kamera drehen, Digga. Das ist hier relativ wichtig. Ich hab's beendet, Freunde. Jo. Und ich wollte die nicht angreifen oder so. Jo, jetzt haben wir alle ein Level up. Mal usen, Alex. Ich zeig's dir gleich alle durch. Der Balkon hier ist versperrt. Da geht's auf jeden Fall, wenn man rauszoomt, noch ein bisschen weiter. Ja, von da aus kommen wir aufs Dach. Aber weiter geht's da auch nicht. Kannst ja aufmachen. Oder wollen wir erstmal alle den Levelaufstieg machen? Können wir gleich alle machen, ja. Haben wir auf jeden Fall noch viel zu tun, Leute. Dann können wir noch lange, lange spielen, glaube ich. Bis wir die beiden Städte hier durch haben mit den Quests und dann noch runter bis mehr oder weniger zum Ende. Kann man noch viel tun. Also hier auf jeden Fall noch mehr als davor. Nö, aber bringt uns nicht wirklich viel. Ja, hier waren wir schon. Oben noch aufs Dach, aber das bringt auch nichts. Weißt du nicht? Ich geh mal hin. Du kannst doch hochhüpfen, Diggi. Aber da ist nichts vor. Nee. Wollen wir denn nochmal unten mit dem Dude sprechen? Aber ich weiß nicht, ob der, wenn wir jetzt so zurückgehen, noch mit, also vielleicht gegen uns kämpfen will, weil wir gerade gegen die anderen. Nö, also mich hat er nicht angegriffen, wo ich nach unten stand. Da sind wir runter bei ihm. Jo. Hier oben haben wir. Ah, da hinten ist noch was, da hinten ist noch eine Tür. Und sind die ja beschützt. Das sind Ruhe, Alex. Wie? Wahrnehmung. Auf jeden Fall ein Buch gefunden. Und ein Porträt. Okay. Intelligenzwurf, das erste Mal. Okay. Oh, nochmal was. Habe ich bestanden? Das ist eine kleine Mini-Truhe da. Ja, habe ich erhalten, die Nachricht von dem. Da musstest du einen Intelligenzwurf machen davon. Ja. Ja, cool, hab ich so gut Glück gehabt. Ich gebe bestanden, ja. Siehst du, die Lucky Würfel kommen zurück, Alex. Gerade so. Ist noch eine Doppeltür. Knack die auch mal. Okay, Alter. Alter. Ja. Da war wohl ihr Leichenschmaus, würde ich sagen, bei dem Haufen, Alter. Ich glaube, die Stadt hat mal ein paar hundert Einwohner verloren in den letzten paar Monaten, Jahren. Oh, da geht's noch ab nach unten. Ja, nice, Jusen, da wird bestimmt gleich richtig gekämpft. Ab runter. Ich verwette meinen Arsch drauf. Nur ein kleines Lager hier.
Echt jetzt? Ah, hier ist eine Luke. Ich hab gedacht, da sind ganz viele von den Viechern. Okay, wir sind jetzt in dem Keller von dem Typen. Wollen wir hier runtergehen? Mhm. Ey, ich komm nicht runter. Kann das Gewebemuster oben einer nehmen? Ich auf jeden Fall nicht, wenn dann usen. Da oben? Moin. Wo? Da. Mann. Da. Nö, nee, nicht erreichbar. Aber vielleicht usen, der ist doch größer. Da ganz oben auf dem Regal, die. Kannst du auf den Tisch hüpfen? Nee, ne? Nee. Aber das ist auch noch voll. Geh mal in die Alchemie-Ecke rüber. Weihrauch. Der Weihrauch ist was wert. Und ein dickes Buch gefunden. Das sollten wir vielleicht mal lesen. Na, ich muss die anderen Bücher, die ich da... Oh, ich habe hier eine Wahrnehmung. Da ist ein Loch. Ich glaube, das hättest du auch ohne Wahrnehmung gesehen. Ja, Heiltränke, oh ja. Feuertrank, nehme ich alles mit, du. Oh ja. Gewürze zum Brauen. Oh, Peiler, hier musst du mal rangehen an das Bücherregal da. Mach ich sofort. Muss erst mal gucken, was hier über noch in den Regalen steht. Überall noch Stuff drin gewesen. Kannst doch wieder geile Alchemietränke machen, hoffe ich. Mal schauen, ja. So, einigen Stuff auf jeden Fall eingesteckt. Zwar nicht viel, reicht bestimmt bloß für ein, zwei andere Tränke mal, aber. Ja, da musst du noch rangehen, an den Schrank. Ja, merci. Gut, hat sich doch gelohnt hier unten, die Luke. Ja, gar nicht so schlecht. Also ab durchs Loch, oder was? Lösung in der Kommst Farbe. Du nicht durch? Blume in der Flasche. Auge in der Flasche. Ich hab mal Auge in der Flasche, Alex. Brauchst du das? Oh, Junge. Tentakel in der Flasche. Ich habe auch Tentakel in der Flasche. Das freut mich. Öl der Verbrennung. Kannst du deine Analfisteln mal mit ausbrennen? Larvengefäß. Verdichtet. Aber leeres. Sehe nicht. Weiß ich nicht. Sehe schon mal an dem Hebel jetzt so. Will ich an dem Hebel ziehen? Nee, steht über dem Hebel, zieh nicht an dem Hebel. Ich speichere. Okay. Sorry. Oh. Kamera leckt, alles klar. Speichern. Gehen wir noch durch hier. Ich zieh mal am Hebel. Okay. Das sah cool aus. Und David, was ist passiert? Nüscht. Zwei Nüschthebel. Sehr frech. Obwohl das so ausgesehen hätte, als wenn hier im Kamin, als wäre das nicht die Rückwand von einem Kamin, sondern als wenn da was aufgehen würde. Das ist so Metall irgendwie, das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber naja. Okay. Ich habe jetzt hier alles geklaut, alle Gemälde. Sollte... Mir geht nicht. Mir geht nicht. Gut.
So, jetzt ist ja die Frage, was wir als nächstes machen. Entweder rennen wir hier noch eine Weile rum und machen irgendwie irgendwelche Quests, die wir zufällig finden, oder wir nehmen was von den Quests, die wir noch haben. Wir können noch erstmal skillen. Können wir auch machen. Haben wir alle einen Stufenaufstieg. Würde ich sagen, bleiben wir hier einfach stehen. Bei mir wird es ja wahrscheinlich wieder recht schnell gehen. Bei mir nicht, aber ich muss auf jeden Fall erstmal auf Toilette. Okay, jo. Stufenaufstieg. Oh. Ich krieg nur ein neues Talent und da weiß ich auch schon, was ich nehme. Na, ich hab neues Klassenmerkmal, eine neue Unterklasse, neue Zauber erhalten und einen neuen Zaubertrick und zwei neue Zauber erhalten. Also mal gucken. Nice. Mal gucken, was da kommt, Leute. Sonst hört erst mal den anderen zu, was sie tun. Und sonst schaut mal lieber bei Schachschaulin rüber in der Zeit. Geht einfach rüber, Streaming-Partner und so, braucht ihr bloß bei mir nach unten scrollen, ne? Zack, draufklicken, rüber und gucken, ne? Bis gleich. Wie krass, ich könnte jetzt zwei Halbwaffenkämpfer skillen. Könntest du machen. Dann hätte ich auch 88 Lebenspunkte, also statt 87 bei der anderen Klasse hätte ich jetzt 88. Das klingt Glückwunsch. Dann mache ich das, wa? Zwei Waffenkämpfer. Mhm. Ich gehe mal. Aber warte mal, zwei. Das heißt, ich kann mit zwei Waffenkämpfen, das heißt nicht, dass ich zwei Hand meistern kann. Und genau das ist das Problem. Ich kann einfach keine Zweihandwaffenmeister mehr machen. Ich kann nur mit zwei Waffen kämpfen. Gut, dann mache ich das andere. Das sieht ja scheiße aus jetzt. Kann ich den Helm irgendwie verbergen? Okay, ich habe mich entschieden. Mal kurz weg. Nice.
Alex, bist du im Lager? Ja. Irgendwo konnte ich doch... Der hatte doch sowas da, dass ich... dass ich das Elixier da lernen konnte. Mann, warum bewegt er sich denn jedes Mal? Ich will doch gar nicht, dass der läuft. So, das... ne, Trank. Trank der höchsten, kombiniere drei davon. Elixier der Kampfmagier macht. Von meinem Suspension zu erzeugen. Okay. Okay, habe ich anscheinend noch nicht genug von. Na gut, kann ich, habe ich noch nicht gelernt. Schade eigentlich. Die Jungs denn noch was Alchemie-mäßiges? Okay, Mörser und Stößel. Ich guck mal. Ist ja Quatsch. Wie viele Sachen habe ich? Heilos hat noch was. Habe ich dir reingetan? Das, was ich hatte. Sorry. Mhm. Hörst du mich? Nein. Ich bin halt immer noch für Kämpfen so ein bisschen, ne? Naja, dann, ja, Peiler muss noch seinen Stufenaufstieg da machen. Da sind wir halt noch nicht so wirklich weiter. So, okay, Pyrus, mach deinen Stufenaufstieg. Jo. Dem Jusen juckt's im Arsch. Ja, ich bekämpfe ein bisschen. Jetzt aber ich bin da wie Zorro, leicht los, ich keine Ahnung, wo es lang geht, aber ich will kämpfen. Jetzt, wo er mal kämpfen kann, jetzt kann ich die Finger vom Kämpfen lassen. Ach komm schon, du kleiner frecher Dieb. Du hast doch auch Bock, oder? Ich bin tatsächlich ja nicht so krass. Also irgendwie bin ich auch nicht so im Vorteil, weil alles so hell ist hier. Kann mich halt nicht so verschleiern. Na, dafür gibt es einen Zauber, Alex. Ja. Das weiß ich ja. Also ich kann eine Dunkelwolke, da kannst du dich immer drin verstecken. Die ist, glaube ich, sogar Stufe 1. Muss ich gleich mal gucken. Und es ist kein Thema, tausche ich. Ich benutze wenig Zauberstufe 1.
Okay, also bei den normalen Zaubertricks habe ich ein kleines Upgrade bekommen. Ich kann eine Gift versprühen. Eine Giftwolke in 3 Metern, die 3 bis 63 Schaden machen kann. 36. Ja, genau, danke. Oder den Schockgriff, der 3 bis 24 macht. Der und, ist erst Nahkampf, den genau. Ich jetzt nicht unbedingt. Aber der Rest ist eigentlich, finde ich, nicht wichtig für mich. Das sind alles Aktionen, also Illusion könntest du noch überlegen. Aber ansonsten eigentlich das Gift. Jolene? Mhm. Guck mal, ich habe in meinem Inventar zum Beispiel 2 Elixierer drin. Wenn du auf die Bilder links guckst. Alex, Jusen, was sagt ihr? Illusionszauber, den ich machen kann auf 18 Meter oder ein Gift versprühen auf 3 Meter, wenn sie vor mir stehen, aber macht 3 bis 36 Schaden? Das erstere. Ich nehme von dir weg, halt. Illusion. Aber guck mal, siehst du schon, dass ich 2 Elixiere drin habe? Ja, Schadensspell brauchst du halt nicht, weil du ja deinen normalen Schadensspell quasi hast. Und Illusion ist so, wenn du. Ja, aber der macht wesentlich mehr Schaden. Und wenn sie doch mal direkt vor mir stehen, das ist schon ein Angriff, wenn der. Na gut, dann kannst du den auch machen. Aber es sind halt auch viele Giftresistenzen. Jusen, hover doch mal drüber und lese es dir durch. Vielleicht erklärt sie es dir selber, ohne dass ich es dir erkläre. Überrühre Trefferpunkte. Das kriege ich durch diesen Elixier des Blutdurstes oder was? Und das. Wenn es da steht? Ja. Naja. Okay. Das hat das gleiche Symbol, also ja, es hat mit dem einen und das andere hat mit dem anderen zu tun. Okay, dann los. Charlie, du hast auf schon eine Kampfsituation gesehen. Kannst du ein bisschen näher an dein Mikro wieder rankommen, dass wir dich wieder ein bisschen besser hören? Ich jetzt, oder? Ja, was? David, ja. Ich hab nicht drin. Alex, du hast doch das Geld, ne? Willst du was lernen? Hm, ich überlege jetzt erst zu lernen, bevor ich die krassen Zaubersachen machen würde. Warte. Mal zurückgehen. Dann bleibe ich hier im Lager. Packe ich dir rein? Ja. Du kannst einfach oben, wenn du Tab drückst, so dass du uns alle siehst, kannst du oben auf Zauberbuch gehen, ne? Macht er schon. Achso, macht er schon, okay. Der Rest, den ich habe, ist Zauberstufe 6, also hat wirklich nicht sehr viel gebracht. Oh, oh mein Gott. Aber wenigstens etwas. No. Ja. Muss ich das bloß nochmal neu einstellen, aber weil bloß die eine Sache. Aber die kannst du. Achso, die kannst du noch nicht lernen, weil die hoch sind, oder was? Die zu hoch sind. Die zu hoch, okay. Aber kannst du ja vielleicht erstmal in deine Truhe packen dann oder so. So.
Habt ihr mal ein paar Heiltränke gegeben, ne, Peiler? Hat das keine mehr. Mhm. Bist du mit dem Geld durch? Ja. Alles andere war in der Stufe 6. Die habe ich ja noch nicht. Die kriege ich erst im nächsten Level. Okay. Willst du nur wissen, dann kann ich sie da ins Lager packen. Einmal ohne Witz, bei den oberen bin ich jetzt schon durch. Ich glaube nicht, dass hier bei den Stufe 2 und 1 Zaubern. Also ich würde eventuell Verkleiner nehmen. Weil das hätte uns vielleicht in, also einfach nur wegen Mobility. Ja, den Rest den hattest du schon. Verkleinern und vergrößern wäre halt cool. Weil das könntest du auch bei Alex einsetzen. Und das andere hätte ich gesagt, hier Tote beleben. Entweder nimmst du das. Tote beleben können wir durch so viele Gegenstände. Nee, erschaffe einen untoten Diener aus einer Leiche. Das ist ein. Ach so. Dann lässt du einen für dich kämpfen, weißt du? Mhm. Wenn wir einen krassen besiegt haben oder so, dann kannst du den einfach auferstehen lassen und wieder für uns kämpfen lassen. Krasse nicht. Deswegen bringen ja die ganzen Bannzauber nichts. Wenn es so ein krasser Gegner ist, da bringt auch so dieses Festhalten und meistens nichts. Naja, also, aber da steht. Ist wirklich sehr viel Glück, damit du einen Gegner damit täuschen kannst mit der Illusion oder Festhalten. Ja, aber da heißt er, erschaffe aus einer Leiche. Richtig, aber nicht aus einer Leiche, in dem Fall Stufe 3. Wenn ich eine Stufe 3 wirke, wenn ich den noch auf Stufe 5 oder 6 wirken kann, den Zauber auch. Manche Zauber kann man auf sich aussuchen, auf welcher Stufe man den wirkt. Dann kann auch sein, dass ich halt krassere Gegner. Aktuell steht da, das Ziel muss ein kleiner oder mittelgroßer Leichnam sein. Also kleine bis mittelgroße. Wenn du ihn noch höher einsetzen kann, wie gesagt, wiederbeleben und auf unserer Seite. Ich finde den haben, gut. Den nehme der wäre krass. Und dann könntest du überlegen, ob größer oder kleiner. Oder, was war denn das andere? Ich glaube, zwei vorgrößer oder kleiner. Was war denn das nochmal? Arcanes Schloss? Ah, nee, da habe ich mich gefragt, wofür man das brauchen sollte. Aber vielleicht. Die Giftwolke wäre nicht schlecht, aber du hast ja vorhin gesagt, Gift ist ja, sind ja viele resistent. Genau, ist ganz gut, weil die keine Aktion machen können, aber dadurch, dass die Gegner ja mittlerweile 10-fach angreifen können, wegen sonst was, macht es wenig Sinn, glaube ich. Hab denn auch zum Teil nochmal da an den Schneesturm überlegt. Ja, aber ist wieder was mit Konzentrieren und wenn du jemanden gespawnt hast oder den Ball machst oder so, dann geht das auch nicht. Und da steht kein Schaden, also. Aber ich habe zwei, einer fehlt uns noch, ich weiß nicht. Na, größer oder kleiner? Vergrößern oder. Dann nehmen wir den. So. Annehmen, fertig. Dann täusche ich den mal, wa? Ich speichere vor. Okay. Klappt alles. Aber wenn wir nochmal Zeit haben, mein Bildschirm geht gleich aus. 1500 XP. Was? 1500? Ja, aber gerade bekommen. Ui. Okay. Ja, ich habe uns mal einen Weg frei gemacht. Sollst du dir nach hinten kommen oder was? Ja, könnt ihr mal so in die Richtung kommen zu mir. Bei meinen Zaubern reingucken und die austauschen, mit denen, die ich neu gelernt habe. Quatsch dafür im Buch. Der kommt gleich wieder irgendwie. Ich bin gleich da. Er ist echt da, sagt er. Dein Ohr hört. Er fragt, warum fragst du denn? Ey, ich hab gefragt, was er da hinten da so quatscht. Mit wem er da quatscht? Warum er quatscht? Mit uns, denke ich. Ich glaube ihn nicht. Ja, danke, Jusen. Ah, so. Ich wollte nochmal ins Zauberbuch gucken und. Ja, ist klar. Und jetzt gucken, was ich austauschen will. Zauberstufe 1. Ich benutze die Kugel kaum, aber eigentlich, manchmal könnte man sie benutzen. Die Stufe 1, die ist schon für Stufe 1, ist die echt imbar. Ich muss immer drüber nachdenken, was du auch wirklich benutzt. So.
Hast du da oben was gefunden? Ein Blitzeis? Das. Halb du jetzt eine Apfel. Cool. Aber es sind ja, zwei krass. Davon, also haben wir einen ganzen. Da kommt so ein Typ hoch. Du hast dein Mittagessen weggeklaut. Den Apfel. Oh. Ja, aber dein Vieh erschreckt ja die ganzen Leute. Ja, ich mag das. Ja, schön, dass du das magst, aber wir nicht so. Verbaut oh. uns hier und da ein paar Situationen. Dezent. Ich bin gerade vom Dach gesprungen. Ja, hast du aber irgendwie auch verdient mit dieser Kreatur, die du gerade hast. Kreatur ist komplett broken. Ja, aber die Leute hassen dich, einfach weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Ja, machen die Leute bei dir auch und dir ist es egal. Ja, aber ich sehe nicht so aus, wie du aussiehst. Aber bei ihm rennen sie wenigstens nicht schreien weg. Ja. Die kommen wenigstens mit Heugabeln ja, genau. zu mir gerannt. Die wollen ihn halt nur alle töten, aber ist ja in Ordnung. Ja. Ich kann das Plakat hier nicht nehmen. Na klar, du bist auch eine gruselige Figur. Hier ist ein entdeckter Eingang. Soll ich da mal reingehen? Nein, bitte nicht. Warte. David. Warte doch mal. Wir müssen nur auf Pfeiler warten. David. Warte doch mal. Und rechts blinkt immer auf, hat Diebes die Werkzeug eingesetzt, hat das entschärft, hat das aufgebrochen. Ja, naja, ich muss ja hier auch alles alleine looten hier in dem Scheißding. Weißt du, ich stehe 2 Meter neben euch und ihr krault euch da die Eier und guckt euch an. Ja, du machst es auch so gut, warum soll ich dich aufhalten, ganz ehrlich. Naja. Wo seid ihr lang gelaufen? So. Sie müssen mich doch streicheln. Ich glaube, da ist jemand so eifersüchtig. Wenn jemand so ein hässlicher, einsamer Gnom ist. Er ist ein Zwerg und der ist einsam. Der ist nur neidisch. Scheiß auf ihn. Ja, Beiler kommt schon. So, wir können jetzt den Vordereingang nehmen oder wir können den Hintereingang durch die Luke da nehmen. Ich habe so eine Luke geöffnet. Immer durch den Hintereingang. Luke? Nein, nimm mal durch die Luke. Abrennen hier. Wo bist du denn überhaupt, Scholin? Hinter dir. Warum hast du deine Rüstung nicht an? Hab ich, abgewählt. Warum liegt hier Strom? Ach, bist du denn stärker mit der Waffe, oder was? Was? Nein, ich hab's einfach nur verborgen. Ich laufe, also ich hab meine Rüstung alles an. Kann man aber ausmachen. Durch die Luke. Das sagst du doch nur so. Um Aufmerksamkeit zu erregen. Sind die Gegner? Kann ich kämpfen? Jetzt erstmal looten, Kollege. Ist egal nix. Ne, will er ja nicht. Bin ich der Luder? Ich bin der Kämpfer. Ja, ich hab Wahrnehmung fehlgeschlagen hier, Freunde. Das heißt, ist jemand interessiert? Nö. Das ist mir. Du interessierst gar keinen. Ja. Geht nach meiner Kindheit, aber ja, läuft. Wird alle mit dem Namen. Der Besen. Wir hören hier wirklich alles. Ah, ja, verfaulte Eier, die gehören auch mir. Ich hab irgendwas wahrgenommen. Du gar nicht, Icke. Bist du doof? Ich hab einen Wahrnehmungsdorf erfolgreich. Ja, aber ich auch gerade hier mit dieser Kette. Ja, warte, hier, guck mal hier, pack sie hier rüber, zack, ist geklickt. Ja, das hab ich nämlich herausgefunden da. Ja, genau. Ja, ist so! Was laberst du? Was laberst du denn, Junge? Ja, ist so! Komm mal klar auf dein Leben! Dito, Junge, was ist denn da los? Ein hässlicher Ork, Alter. Was, komm mal klar, du kleiner Zwerg, Alter. Mensch, jetzt mach doch mal die scheiß Mauer da auf. Was ist denn los? Was ist denn für eine Mauer? Mein Gott, was macht ihr denn da für ein Blödsinn? Ist eine Falltür hier. Ja, aber da wollte man gar nicht lang. Ich hab was anderes entdeckt. So, jetzt bleibt er drinnen.
Schloss knacken kann ich nicht. Ja, das war echt unnötig irgendwie. Ja, wirklich. Das ist wirklich unnötig. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Ich meine, was ist ich denn wert, da wieder rauszukommen? Die Partnerschaft, dass wir die ganzen Bums hier zum Baldur's-Gate schaffen? Wir müssen ja eh auf Pfeiler warten. Man, mach doch einfach die fucking Tür wieder auf! Nein, mach ich nicht. Mach doch einfach! Ihr seid jetzt mal den Gefangenen. Ich meine, Alex, du kannst ja erstmal das ganze Gold rüberwachsen lassen. Wir haben ja eine ganze. Nimmst du da einfach? Wie nimmst du einfach das dann im Lager? Ja, wie soll ich da jetzt rankommen? Nee, das ist nicht mein Problem. Du kannst ja Pilar fragen, wenn er wieder da sind. Nö, danke. Ich nehm schon mal die 206 Gold, die du mir mit hast. Naja, mach mal. Du hast da einen sehr schicken Hammer. Den könnte ich. Den würde ich mir auch gerne mal angucken. Nimm doch. Das war super, super. Aber was hat mir noch so im Inventar? Also. Verfaulte Hühner, ja, Alex. Ich hätte nie gedacht, dass du so ein hinterhältiger Wichser bist. Oh, hey, das überrascht mich. Warum macht er mir Schaden? Was ist. Wer macht dich Schaden? Wir sind ja schon im Ohr. Oh, Pilot tötet gerade David. Pilot greift mich die ganze Zeit an. Ja, aber es bringt dir die Tür auch nicht auf. Mehr haben oder soll ich aufhören? Oh, muss doch jetzt total ohne die Leute. Wir haben auch vor einer Ewigkeit nicht mehr gespeichert, also ja. Ja, deswegen. Ist jetzt fertig, David, oder? Wir hätten uns das Geld auch teilen können. Nö. Ja, man so nebenbei, die ganze Situation ist gerade leicht unnötig gewesen. Ja. Ja, und jetzt? Jetzt hast du deine komische Gestalt da weg. Kannst du erst nochmal neu laden, oder was? Wann hast du denn letztes Mal gespeichert? Ist schon ewig her, ich hatte so seine. Tut mir leid, ich wusste ja nicht, was David da mit euch macht und dann halt gedacht, weißt du was, dann fick ich ihn von hinten. Fertig. Aha, aha. Ja, sind 30 Minuten. Ja, super. Gut, dann speichere jetzt nochmal und dann gehen wir weiter. Ganz ehrlich, den Verlust hast du verdient, David. Was sollte die ganze Aktion gerade? Wieso? Wir hätten noch eher. Danke, Jusen. Danke. Ich wusste doch nicht, wann das Pfeiler schon längst da ist. Ich habe gesagt, wir warten auf dich. Ja. Und dann war ich da und dann hast du auf einmal gesagt, ja, gib mir dein Geld und so. Und dann habe ich dich von hinten angegriffen. Von den beiden? Alex von der Aussage auch schon so weit war, dass er fast dich angegriffen hätte, was ich so verstanden habe. Und da habe ich gedacht, ey, weißt du was, dann kriegt er von hinten jetzt in den Arsch. Ist okay, ganz langsam. Ey, du Dicker, ich hätte eine Attacke machen können, du wärst weg gewesen. Ich habe 8 Attacken gemacht, ja. Also, da war noch Raum. Ich wollte da ein bisschen was für uns raushandeln und du. Heil dich mal bitte jetzt erstmal, David. Bevor wir jetzt hier weitermachen. Warte, du kriegst noch mein Amulett, bevor du dich heilst. Warte, ich kann mich doch einfach in einen Eulenbär verwandeln. Ja, kannst du dich vielleicht trotzdem erstmal heilen, weil wenn deine Eulenbärgestalt weg ist, hast du trotzdem nur noch halbes Leben. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, nice. Ich bin in der Ecke festgebackt. Oh Mann. Geht's nochmal runter? Ja. Ich geh nochmal runter und nochmal hoch. Vielleicht das. Das. Und? Klappt's? Es klappt. Ganz ehrlich, David, war's das wert? Warum bin ich denn jetzt schuld? Na, willst du mir jetzt die Schuld zurechnen? Also. Weil ich wollte für uns Profit rausschlagen und du greifst mich an. Digga, du hast Freiheitsberaubung, Alter. Wenn du das Geld von unseren eigenen Leuten klaust, dann ist das kein Profit, weil du klaust unser Geld. Verstehst du das? Warte, David, warte doch mal bitte. Verstehst du das? Ist mir egal. Können wir jetzt ordentlich weiterspielen oder wollen wir jetzt Spaß beiseite? Warum sollen wir jetzt mit ordentlichen Spielen anfangen? Richtig, wenn wir jetzt schon so weit sind. Nein, alles gut. Wir gehen jetzt runter und ich glaube, wir können da quatschen. Aber erstmal rechts sein, da können wir auch schon quatschen, glaube ich. Wo seid ihr dann?
wo seid ihr? Ich sehe euch auf der Karte nicht. Nice. Wir sind durch den Eingang da gegangen, Peiler. Da war auch vorstanden. Ich stand hier. Peiler, wir sind einfach nur durch da durchgegangen, durch den Eingang. Da. Ja. Ja, sorry, hab die Kamera echt, muss ich zugeben, wieder so scheiße gedreht, dass ich halt den Eingang nicht gesehen habe. Weil das für mich halt eine gerade Mauer war und ich nicht, ne, in dem richtigen Winkel stand. Seid ihr oben lang? Oder? Bei mir unten ist Wahrnehmung fehlschlagen. Ja, ich muss nochmal. Schon ganz unten? Hier gibt es so ein paar mehr Etagen, Digi. Ich muss mal ganz kurz handeln, weil der hat was, was ich brauche. Ja, ich lauf Usen hinterher. Und ich habe hier einen netten Umhang gefunden. Der bringt euch wahrscheinlich weniger, aber dann kann einer von euch meinen Umhang haben. Ja. Hier bei David auf jeden Fall, die haben alle Wahrnehmungen fehlgeschlagen. Ich hab auch gar keinen Umhang, sehe ich gerade. Na, der mit der niedrigsten Rüstungsklasse sollte den nehmen. Na, den David, ja. Was kann der denn? Oh, nur 21. Weil du hast doch schon Umhang. Und der Umhang erhöht die Rüstungsklasse. Was soll das jetzt heißen, weil ich einen Billo-Umhang vielleicht habe? Es ist ja, du hast schon einen Umhang. Ja, nee, aber mein Umhang finde ich gut, ist okay. Jus und ich haben wir noch keinen. Richtig. Aber dein David. Ja, warte. Ja, kann ich eh nicht anziehen, ansonsten kann Jus ihn erstmal anziehen. Wieso kannst du den mein Umhang ist richtig für den Arsch. Ist für alle für den Arsch. Mach ihn in den Inventar, weil sonst behalte ich den. Also David ist ja in seinem komischen Eulenbär. Ja, ja, genau. Also, nimmt gerne den Umhang, aber meiner ist. Den kann gar keiner nehmen. Den können wir verkaufen, Digga. Hab ich den überhaupt? Ja, das ist Digga, nehme. Wenn der Träger sich zurückzieht, der schafft das zusätzliche. Na, dann nimm du mal den Umhang, Peiler. Weil der gibt Rüstungsklasse plus 1. Ja, oder so, ja. Ich ja, wollte mich nicht so aufdrängen. Ja, naja, der macht ja bei dir am meisten auf, Sinn. Digga, dräng dich auf. Alles klar, jetzt sag, er ist meiner, du Hundus. Hab ich dir ins Inventar gepackt, ne? Du hast meinen. Deinen brauche ich nicht. Ich hab selber einen guten. Hallo. Den kannst du verkaufen. Oder lass den User anziehen. Ne, ich brauch diese hinterhaltige Scheiße da nicht. Jo. Ist das so scheiße, ja? Ne, ist halt nicht mehr Kampfstil, also brauch ich das nicht. Na, okay. Da muss ich Usen zustimmen, weil geht mir oft genauso. Ich hatte auch oft Spells drin, die echt für den Arsch sind. Ja, dann zieh ich mich, dann mich den. Ja, nimm den doch. Nimm den doch, Alter. Okay. Der macht nix. Daneben, Alex. Meine daneben. Muss auch fehlschlagen. Schade. Dicker, schon mehr von dir erwartet. Ne? Ja, sorry. Ja. Entschuldige dich. Ja, wir müssen mit dem Flötentyp sprechen. Ein Flötentyp? I'm sorry, sweetie pie.
Also wir kriegen gerade Jusen hinterher. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber... Ja doch, hier ist auch der Flirtentyp. Ab in die Katze von Jolin. Yes, yes, jo. Hey, komm, 5 Münzen. Very kind of you, sir. I'll be dedicating the next Keening Elven Ballad to you. You look like the type to enjoy one. Bin ich der One? Erst okay. Los, Jusen, quatsch mal mit der. Mit der Flöterin oder was? Hm. Wollen wir der jetzt alle 5 Gold geben oder was? Okay. Ist immer nur das Gleiche. Geht's? Oh, müssen wir doch da hinten rum. Okay, die Beine sind voll. Schön. Rupsen sich schön dann raus. Das bewirken wir uns. Ah, ich hab Cutscene. Ich hab die Chefin gefunden. Okay, ich komme erst nur zu dir rein. Aber war lustig. And cede more ground to the Stone Lord. You're not suggesting I yield a single inch of the city, my city, to this cult. I... We already look weak. If you're seen to also normalerweise trägt man nur eine Maske, wenn man ganz schön hässlich aussieht. Sieht er... Oder halt irgendwo Stroh liegt. Ja, aber so eine Maske trägst du wirklich nur, wenn du ein hässlich bist, also. Ja, oder Jusen heißt. Mit Tarnung zu tun. Ja, das spricht ja der vorigen Aussage ziemlich gut, ja. Ja, ja. Toll. General of the Absolute, Champion of Merkel, unkillable Tyrant of Moonrise. Naja, untötbar. Meet the one who killed him. Schauen wir mal, wa? Ja. Da steht die Person, die ihn getötet hat, genau. Kostet nur 200 Gold, der Alex hat es mehrmals so cool. Dann sag mal. Ich würde gerade, wo Angriff steht, aber hier steht nirgendwo Angriff. Mein Ruhm eilt mir voraus. Ja, dann machen wir das. Ja, oh, der Shit. Schmeichelt mir aber. Tatatatata. Da bist du wieder der kleine Kampfzwerg, süß. Ich bin bei Jusen. Was David sagt, ist mir jetzt egal. Mir auch. Du willst ja eh nur alle töten und Geld ausnehmen. Nee, das ist mein Ziel. Ausnehmen ist, ja, ich glaube schon die sein Ziel. In meiner Cutscene hast du jetzt das Recht verloren zu wählen. Musst du dir erstmal wieder arbeiten. Einfach gecancelt, Alter, eiskalt. Ich hab das gerade, was ihr gesagt habt, die letzten 5 Sätze mal versucht, pantomimisch darzustellen. Wo ist der Angriff? Nur so scheiße. Jetzt hast du mich, Jusen. Also der Running Gag, der kommt immer wieder gut. Also irgendwann. Man hat ihn dann manchmal vergessen und dann kommst du wieder.
Warum brauchst du eine Gilde, Alter? Die Gilde braucht dich höchstens, Alter. Was ist da los? Nein, Alter. Ich brauche Informationen. Was ist auf Informatiker oder was? Ja, waren nicht viele Informationen. War schlechte Wahl. Er sagt, ihr will Geld für die Informationen. Toll, jetzt verlieren wir Geld wegen euch. Aber Alex, also... Vor ihm steht das größte Schlitzohr auf ganz World, auf the Baldur's Gate und dahinter, davor, danach, da after, da over, da up und so. Machen wir dann wie bei den drei komischen Riesen da. Ich täusche die einfach und sag, ich bezahle später. Komm ich nie wieder. Genau so machen wir das. Von 500 auf 1000, von 1000 auf 1500, ja, später. Genau. Wer warst du nochmal? Wir haben im Pakt für sie nicht von. When the Absolute's army arrives to wage war on the city, our best hope is to make sure they have no leaders in the city. Ja, die sollte Bücher schreiben, Alter, so viel wie die quatscht. Mann, ich möchte kämpfen, wo steht das denn? Miscreants, if it's just the Watch Warrants you're reading. The Guild isn't any one thing. We're everything. All the parts of the city the Watch don't want seen, so they push us to the far side of their law. But it's not the Watch that keeps the peace. Or gives justice to any Baldurian who asks whether they can pay for it or not. It's us. If we take a little tribute in return or tie strings of service to those we help, well, what of it? So long as we're working as one, it all runs quick, quiet and clean. If you'd prefer to trust in the Watch, the Council, the Parliament of Peers, by all means. They're the pretty face slapped over the city. But the Guild is the blood, the bone, the gristle, the ugly bits that actually make Baldur's Gate move. We'll be the ones still holding the gate when all those others have fled. I was planning to soften you up a bit first, but... Naja, kommen wir zum Geschäft. Komm nackt und bring Essen mit. Ein paar Honis. Ah, ja, sind in der Hafnern gesehen worden. Großer, okay. Ja. So ist er. Direkt. Das ist nicht ein Zwerg. Irgendwie flirtet sie immer noch mit dir. Also. Ja, gucken dir an, da die Schultern. Kannst da ein Pferd draufsetzen. Ganz kurz auf Toilette. Sprecht mal mit denen weiter. Sie erzählt mir auch nichts. Mehr Informationen. Ohne Informationen nichts los. Leader of some new crew that's intent on painting my ass. If he was just another upstart who didn't like paying guild dues, fair enough. But he and his crew make no demands, leave no survivors to pass on the message. All I know is that on every scrap of ground he takes from me, the cult of the Absolute soon starts sprouting. Okay. Doesn't matter. Whatever god the prick prays to, I'll send him to meet it soon. Oops. Du bist weggegangen. Jetzt kriegst du wieder von vorne das Gespräch, oder was? Ja, wir müssen ja noch hier mit der das Geschäft abschließen.
She'll want to see me too. Na, dann hier drittens, oder? Das kann ich ganz selbst schon. Did you enjoy the encounter? Hier erstens vielleicht. Charitable donation to the good protectors of Rivington. Was that the tune that played you? The rats usually keep a lid on their nastier notions, but with the Stone Lord business distracting me, some are starting to test the leash. All the more reason to be rid of the cult quickly, so I can remind my crews it's not a leash round their necks if they cross me. It's a noose. You have, but don't be so quick to bat away a helping hand. We'll find few enough of them in this city. The Flaming Fist can be bought. The Harpers are scattered, and the Parliament of Peers, well, they're just generally too inbred to be useful. The Absolute's at our gate, and the Guild are the only ones truly standing against it. Okay. Kein Kampf, ne? Nee, kein Kampf, Fusen. Langweilig. Du bist langweilig. Lass doch mal ein bisschen kämpfen. I have something to ask. Before you ask, I ain't got none of that. Alter. Voll der Fehler hier. Alter. Okay. Piu, da ist er. Jo. Ah. Bin auch fertig mit Quatschen hier. Gut. Dann kommen wir hier wieder raus. Den gehen wir wieder raus. Geh mal raus. Also nicht kämpfen. Nein. Okay. Gut klauen? Soll ich mal speichern zwischendurch? Das wäre nicht schlecht, bevor wir uns wieder alle an die Kehle gehen. Na kommt Leute, lasst doch mal in die Quest gucken und vielleicht eine Quest aussuchen und dahin reisen, wo man nochmal kurz einen Kampf machen kann, damit Yuzen glücklich ist. Mhm. Wir sollen als Quest hier in die Mitte gehen, ansonsten untersuche die eröteten... Was? Befreie den Künstler, Yuzen. Yuzen ist nicht mehr da. Er hat sich auf den Weg nach Baldur's Gate gemacht. Wer weiß. Ah, okay, da sind wir ja noch gar nicht, ne? Na, oder da oben erkunde den Keller. Und den Keller, ja. Hört sich auch gut an, oder? Klingt gut, ja. Erkunde mal einen Keller? Erkunde den Keller. Lauf nee, vor. Nee, oben ist ein Keller. Erkundet weiter den Keller der Taverne Elfgesang. Na dann. Läuft der Shaolin gerade hin, oder? Nö, nö. Achso, ich folge dir eigentlich gerade. Ja, bin ja auf dem Weg. Bin bei David. Nur David. Ey, ich hab Dämon gefunden. Hinterher dem Eulenbär und goodbye. Thank the gods. I should have known you'd make it to the city, all right. But you never know. Of course. Gut, bleibst du mal stehen? Oh, was nee, hat er dann? So.
Ich wollte bei dir mal in die Cutscene reingucken, aber er ist gut. Ich habe keine Cutscene. Nee, Alex. Der ist nur beim Händler. Ach so. Wer war das, die Cutscene? Wow. So langsam bin ich müde. Das ist eine Katze, mit der ich quatschen kann. Eine Katze. Dienstpersonal möchte uns helfen. Aber ich mag Jack und Findus mehr. Ich mag so Katzen nicht, die so plüschig sind. Das ist so gar nicht mein Style. So, also ich könnte jetzt in den Keller gehen. Ich bin hinter dir. Warte mal. Für den kommst du, oder? Warte mal ganz kurz. Wenn dich ein Nahkampf mit Taumel der Angreifer. Jusen, bist du in schwere Rüstung geübt? Ja. Iso. Iso. Ja, hört man mich? Ja, ja. Ja? Ja. Ja. Iso. Ja. 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 Auf jeden Fall. Wieso? Hast du eine coole Rüstung gefunden, oder was? Ja. Ja? Ja. Hat er. Ja. 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 Ja? Ja, ja, hat er. Ja. Nice. Mhm. Hat er, ja? Mhm. Ja, nice, Alter. Mhm. Richtig gut für dich so. Hast du das mir schon mal rübergegeben? Hat er noch nicht gekauft, nee. Nee, hat er nicht. Nee, nee. Ich hab gedacht, hat er. Nee, nee. Hat er nicht, nee. Dachte auch erst, dachte ich so, ja, ja, aber den, nee, nee. Den, nee. Hat er nicht, nee. Nicht, nee. Den, nee. Okay, Jusen. Ich kann dich, glaube ich, einmal komplett neu ausrüsten. Warte mal. Echt? Mhm. Holla, die Waldfee. Da guck ich mal rein. Die Sachen, die er hat, sind auf jeden Fall besser als die, die du trägst. Oh, okay. Da gucken wir mal rein. Sonst schaltet mal rüber zum Schachschaulin. Streaming-Partner bei mir und so. Könnt ihr unten auswählen. Hallo. Hi. Ich guck grad hier. Ne? Also. Of course. Wouldn't be alive to hold them if it weren't for you. Alter, 11.000, Alter. Alter. Das Gesamt oder nur ein Teil? Ne, ein Teil. Okay, wie viel Gold haben wir denn überhaupt? Genug. Okay. Also, halt mal so, sieht man das? Ist gar nicht viel, Leute. Gar nicht viel. Alter. Digga, bis wir uns da durchgewurschtelt haben. Nicht schlecht. Hab ja schon alles durchgeguckt. So. Zack. Ja, aber... So. Bis wir das alles wieder verkauft haben. Also bei dem können wir jetzt eine ganze Menge verkaufen, bis wir das wieder reingeholt haben, was ich jetzt bei dem ausgegeben habe, ey. Ah, na, wie gesagt, wir können bei den ganzen Leuten ja immer noch gucken und alles. Aber lass doch erst mal herkommen und gucken, ob wir hier jetzt noch schnell was reißen können und dann... Ja, ja, ist doch okay, Peiler. Entspannt. Ich entspann mich. Aber ich habe auch gesehen, was das da alles ist. Also da kann man schon, wie du gesagt hast, selber mal reinschnuppern und mal eher gucken, was man vielleicht noch austauschen kann. Da sind so einige Sachen vielleicht sogar fast für jeden dabei. Mhm. Nicht wirklich, die anderen sind nicht so dolle hier. Ja, aber ist ja der, ne? Hier gibt's ja noch andere Leute, ne? Ja. So, Jusen,
Ich gebe dir mal ein bisschen was rüber. Jojo. Zieh das mal an. Also wir müssen jetzt auf Krampf auch nicht irgendwas noch probieren. Wir können auch noch entspannt verkaufen und dann machen wir Schluss für heute. So ein kleines Match hätte ich schon noch Lust. Aber können wir auch machen, klar. Zieh dir mal alle drei an. Rüstung, Schuhe und Handschuhe. Nice. Jetzt bist du, glaube ich, um einiges stärker. Na, Rüstungstast ist auf jeden Fall auch krass gestiegen. Mhm. Naja, durch die Rüstung. Hm. Das ist halt eine, also die hat wirklich, die hat 11.000 Gold gekostet. Das ist eine legendäre Rüstung. Die ist schon heftig. Kriegst du einfach zwei Schaden weniger jetzt von allem. Aber sie macht jetzt mich ja jetzt auch nicht irgendwie langsam oder so, oder? Kann ich das irgendwo sehen? Ne, dafür hast du ja die Schuhe. Du hast nur einen Nachteil in Heilungswürfen. Aber machst du ja nicht. Ja, stimmt. Aber dafür hast du auch die Schuhe. Und sonst kriegst du, genau, und du kriegst, wie gesagt, wie Alex gesagt hat, immer zwei Schaden weniger. Also, generell. Natürlich. Damit kann ich angreifen. Es war jetzt noch spontan Kampf finden, wäre geil, aber wenn nicht, dann. Na, ich bin ja, bin jetzt hier. Wo bist du? Wollt ihr jetzt hier rennen oder was? Bisschen Kampf oder was? Also in den Keller gehen oder was? Was für ein Keller? Nee, hier die Treppe runter. Ah, da ist ein Kampf, so eine Scheiße. Ja, geil, ich komm runter. Ich wollte nicht mal draufklicken, ich bin einfach nur... Es sind doch nur Ratten. Die haben alle nur eins. Ja, aber es sind eine ganze Menge Ratten. Naja, mein Gott. Ja. Aber geil. Kriegen wir schnell. Wenigstens noch ein Kampf, ist doch nice. Okay. Ein epischer, aber ey. Ich hab nur Single-Target-Damage, also macht ihr immer. Alle getümmelt. Da oben. Ich hole die mal da hinten weg. Ich muss erst drankommen. Bin noch nicht dran. Doch, du bist auch dran, Alter. Cool, kritischer Fehlschlag. Also wenn hier so eine Monsterratte wäre mit 10 Leben oder so, die könnte ich töten, ne? Aber... Du also musst jetzt gehen, Zauberstufe 3 oder sonst irgendwas auspacken, ne? Die sind nur Stufe 1. Aber wäre cool. Ja, aber also das ist ja wirklich Verschwendung dann. Machst du irgendwas, was so ein bisschen, Okay. Warte mal, kann ich mal nochmal zurück zu dem? Ganzen toten Ratten hier. Geht das nicht? Alter, also es sind halt nur Ratten, ne? Hm. Es ist kein Endboss oder so. Weil du kannst nicht mehr angreifen.
Jetzt sterben wir alle. Helf ihm nicht! Helf ihm nicht! Danke. Sicher, sicher doch. Newton bekommt jetzt 12 Minuten Stück Instant. Boah, die Ratte ist gestorben. Nice. Die Ratten sterben alle. Bleib stehen, David. Oh, aua. Du standst drin. Hab ich da auch mitbekommen. Ich hab nicht gedacht, dass das Fass, was da noch steht, ob dich das trifft oder nicht. Das konnte ich ja jetzt nicht einschätzen, ne? Also den Fettfilm konnte ich einschätzen, aber... Und das Fass in der Ecke, was explodiert ist, hat mir auch Schaden gemacht. Ja, ja, aber ich wusste nicht, dass es so weit geht. Da sind ja nur noch 3. Ich versteck mich einfach. Das ist deine Definition von verstecken? Dich mitten in den Raum stellen? Ja, laut dem Spiel war ich versteckt. Okay. Ah, schön. Ja. So, ich speichere mal kurz. Du meinst, bevor du dich wieder versteckst? Nee, bevor wir durch die Doppeltür gehen. Bevor er mich wieder anzündet. Leute, durch die Doppeltür geht's weiter, glaube ich. Ich habe 22 Schaden Friendly Fire kassiert. Hast du verdient. Okay, durch die Tür, Freunde, oder was? Die da. Nee, wir nehmen doch die andere. Jetzt einfach einen aufgemacht. Ah, durch die andere können wir auch gehen. Oh. Bin drin. Jetzt Wein. Ist da was? Geiles Gebräu ist da drin. Krass. Ja. Ich zeig schon geguckt. Oh, Wahrnehmung, Alex. Hm. Da ist ein Knopf. Push the button. Zack. Da war der Eingang. Da ist noch ein Knopf. Passiert nichts. Ja, wir sind auf jeden Fall schon mal alle auf dem Flake, würde ich sagen. Ne? Naja, los, Rinder. So, ich die Doppeltür. Okay. Aber denn, ist Ende vor. Oh. Warten. Wir gucken da noch rein und dann mal gucken. Sieht gefährlich aus hier ein bisschen. Speicher nochmal, David. Warte. Speicher, David. Alle 5 Minuten, ne? Ne, ich weiß nicht. Ich hab gerade ruhig. Ja. So, jetzt angreifen wir. Ich glaube nicht, dass wir hier kämpfen müssen.